wesentlichen Dinge wiederholen, damit wir einsteigen können, weil so ein paar Sachen, glaube ich, oder vielleicht noch schwimmen. Und da wollen wir mal hoffen, dass sie das dann hinterher nicht mehr tun. So, was haben wir als allererstes gemacht? Genau, der erste Punkt war, uns eine Gruppe, ich meine, das heißt so die Abelsche Gruppe, zu definieren, besteht aus einem Zahlenraum, der niemals verlassen wird, mit einem geschlossenen Körper und mit einer Arithmetik darauf, mit Plus und Mal. Und dementsprechend folgend auch geteilt und Exponentiation und Logarithmusbildung. So, das ist erstmal alles gewesen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir der Zahlenraum eines Computers endlich ist. Also wir können sicherlich größer machen als ein Byte, aber er ist inhärent endlich. Und wir wollen auch da nicht, gerade wenn wir an Logarithmusbildung oder sowas denken, dann kommt ja ganz schnell auch so unendlich viele Stellen ins Spiel. Nicht? Mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Oder auch bei Division. Bestimmen Sie nur mal ein Drittel oder in Binärdarstellung ein Zehntel, was ja so völlig einfach ist für uns, ne? Als Menschen. Aber für den Computer ist ein Zehntel schon eine unendlich periodische Zahl. Das war ja in der Binärdarstellung. So. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann hätten wir immer Rundungsfehler. Rundungsfehler können wir uns, wenn wir nur Mathematik betreiben, gönnen. Wenn wir aber tatsächlich irgendwelche Daten von A nach B oder so schicken wollen und die irgendwie nur sichern wollen, verschlüsseln wollen und so, dann können wir uns solche Fehler nicht gönnen. Also muss alles exakt sein, da darf auch nicht ein Bit kaputt gehen. Das ist ja das Ziel, das wir haben. So, also brauchen wir erstmal diese Arithmetik. Da haben wir die Galois-Felder gemacht. Wir hatten erstmal die einfachen, die mit Primzahlen drin. Und dann haben wir einen Erweiterungskörper uns definiert. Und dieser Erweiterungskörper ist eben Galois-Feld, Primzahl hoch ein Exponent. Diese Primzahl ist eigentlich immer 2 und der Exponent ist praktisch immer 8, in meinen Beispielen 3. Weil mit 256 ist da ein bisschen viel zu rechnen. Nicht? Also von daher keine Angst vor diesen Mathematikern, machen das immer gerne. Es sei, und dann rechnen sie mit irgendwelchen Primzahlen oder in n-dimensionalen Räumen und so, und dann fragt man sie, ja, sag doch mal, wie groß ist denn n normalerweise? Wenn du in n-dimensionalen Räumen rechnest, ja, also 2 oder vielleicht 3. Ne? Also auch wenn sie es allgemein formulieren, die praktischen Anwendungen sind dann eben doch meist eine Stufe kleiner, ne? Als man sich das so vorstellen kann. So. Der Punkt war, dass wir an dieser Stelle jetzt mit der Arithmetik ein bisschen Schwierigkeiten haben. Die Plus ist noch relativ einfach. Das ist einfach die XOR-Verknüpfung von 2 ja, elementweise Polynomen. Das heißt, wir schreiben diese Zahlen hier als Polynome. Das ist die ganz normale Binärdarstellung, die Sie schon vorher kannten. Die Addition ist auch das, was wir vorher hatten. Also wenn wir jetzt eine Zahl mit einer anderen Zahl addieren wollen, ist die Addition einfach nur die XOR-Verknüpfung elementweise. Hier. So, mit der Multiplikation haben wir nur Probleme, weil die natürlich relativ schnell hier den Körper verlässt. Nehmen Sie nur diese beiden Dinger, dann haben Sie ruckzuck hier den Exponenten 4. Das wäre dann irgendwie gleich 2 Stellen zu viel. Und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und dafür brauchten wir jetzt dieses primitive Polynom. So. Mit dem wir diese ganze die Multiplikation dann eben auch modulo rechnen können und damit wieder in dem endlichen Körper bleiben. So, das ist erstmal das. Zur effektiveren Darstellung haben wir dann noch die Logarithmustabelle eingeführt und die Logarithmenbildung eingeführt. Auch dafür ist dieses primitive Polynom bzw. die Nullstelle dieses primitiven Polynoms 2 ist das nötig, nicht? Denn diese Nullstelle hoch irgendwas oder hoch des gesamten Zahlenraumes minus 1 erlaubt dann eben alle einzelnen Zahlen als Exponentiationsergebnis darzustellen. Das haben wir hier jetzt mal gemacht. Da finden Sie jetzt alle Zahlen des Raumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 0. Na, die 0 ist zusätzlich. Dargestellt als die Nullstelle, also a hoch irgendein Exponent. Okay, und damit haben wir eine Logarithmustabelle, eine Multiplikationstabelle, respektive auch verwendbar als, wie heißt das andere, Divisionstabelle, haben wir uns auch kurz angeguckt.
Und an der Stelle sind wir jetzt erst einmal mit dieser Arithmetik durch. Die ist noch zu gar nichts nütze. Das heißt, die ist also wirklich nicht mal zum Brötchen kaufen nütze, wie wir diskutiert haben. Außer, dass sie schön ist. Und außer, dass wir jetzt eine Addition und eine Multiplikation dividiert haben und den Zahlenkörper nicht verlassen. Das ist ganz wunderbar, wenn Sie ein endliches Einkommen haben oder ein endliches Guthaben haben. Dann werden Sie niemals irgendeinen Bezahlprozess anstoßen, der über Ihrem Guthaben liegt. Manche Leute glauben, dass das so wäre, aber es ist ja bei den meisten anders, nicht? Oder vielen ist das ja anders. So, ist leider nicht so. Jetzt nutzen wir diese Mathematik und bauen uns ein weiteres Polynom auf. So, und mit den einzelnen Elementen hier in diesem Polynom, da machen wir diese ganzen Multiplikations- und Additionstricks, die wir eben über die Galoisfelder gelernt haben und über die Erweiterungskörper gelernt haben. Und wir versuchen jetzt, dieses Polynom zu nutzen, um daraus eine effektive Fehlersicherung und Fehlerkorrektur aufzubauen. Und das ist der Reed-Solomon-Code, benannt eben nach den Herren Reed und Solomon. Als Abkürzung, Vokabeln einfach, wird hier der Körper angegeben. Und hier die Anzahl der Nutzbits, die Anzahl der Bits, die übertragen werden, Anzahl der Nutzstellen. Hier Anzahl der Nutz der übertragenen Stellen. Das sind nicht mehr Bits, das sind in der Regel Bytes. Bei mir sind das immer 3-Bit-Gruppen, weil ich hier nur bis zur 8 rechne. Okay, ohne das jetzt bewiesen zu haben, gibt es dann eben gewisse Eigenschaften für diesen Code. Wir haben, oder wir gönnen uns wieder ein Generatorpolynom und könnten jetzt ganz einfach einen unsystematischen Code herstellen, indem wir einfach ein Polynom bestehend aus Nutzdaten, so wie das da oben, nehmen und das multiplizieren mit dem Generatorpolynom, so das auf eine ganz bestimmte Art und Weise gebildet wurde, nämlich das so gebildet wurde, dass die ersten Potenzen dieser Nullstelle hier, also der 2, Nullstellen sind. Und wenn wir jetzt das da oben mit dem multiplizieren, dann kommt etwas raus, was diese Nullstellen hat. Muss ja so sein. So, also könnten wir jetzt einfach die Daten auch übertragen, also das entstehende Polynom, da die Koeffizienten davor übertragen. Und dann würden wir einfach sehen, sind die Nullstellen da, dann war kein Fehler, oder sind die Nullstellen nicht da, dann ist eben Fehler da gewesen. Wir könnten einfach das übertragene Polynom nehmen, durch das Generatorpolynom, das auf beiden Seiten bekannt ist, natürlich Polynom dividieren und das, was rauskommt, sind die Nutzdaten, wenn es denn richtig übertragen wurde. Wenn ein Fehler war, ist das mit der Polynomdivision nicht so einfach, dann kommt nämlich ein Rest raus. Da käme ein Rest raus. So, der Nachteil war, dass das jetzt unsystematisch ist, wir also nicht die Ursprungsdaten wirklich erkennen können in dem Block, den wir übertragen. Und das wollen wir nicht. So. Ja, besser geht es, indem wir im Prinzip das machen, was wir bei den zyklischen Codes, bei den Hamming-Codes auch gemacht haben. Wir verschieben nämlich die Informationsstellen, also die Nutzdaten, sodass wir hier schon den höchsten Exponenten an der Stelle haben. Dann haben natürlich die unteren Exponenten hier x hoch 0, x1, x hoch 1 und so weiter 0 als Koeffizient davor, weil die sind ja noch nicht da, das wurde nur nach links verschoben. Dann nehmen wir dieses Polynom, teilen das durch den Generator, kriegen dann irgendwas raus, was wir wegschmeißen oder vielleicht gar nicht erst berechnen und kriegen Rest raus. Diesen Rest, der ist ja vom Exponenten her in dem Wertebereich k bis x hoch k minus 1. Den können wir einfach hier hinten hinpacken, sodass dann eben auch die letzten Stellen, die bei dem Polynom hier vorkommen könnten, die letzten Exponenten einen potenziell Koeffizienten ungleich 0 haben. Ja, und das, was hier rausgekommen ist, genau wie das vorher war, ist eben ohne Rest durch das Generatorpolynom wieder dividierbar, weil der Rest ja drauf addiert wurde. So,
Ja, soweit so gut. Wenn wir jetzt etwas empfangen haben, das ist dieses C' von x, beziehungsweise dieses C' von x ist das, was wir übertragen wollen. Das hat jetzt die Eigenschaft, dass es modulo g von x 0 ergeben müsste. Die einfache Polynomdivision C' von x, beziehungsweise empfangenes C' von x durch g von x nennen wir das Syndrom. Das ist auch genau die Nomenklatur, die wir vorher hatten. Das ist eben so ein Indikator für unseren Fehler. Wenn das 0 ist, dann ist das hier das originale Wort gewesen, das wir auch einfach so wieder aus dem Datenstrom rausgreifen können. Ja. Gucken wir uns noch ein Beispiel dazu an, mit real existierenden Zahlen, aber nur in dem Polynomkörper bis zur 8, also 2 hoch 3. So, wir könnten einfach die Daten übertragen wollen, 1, 2, 3, 4, 5. Kein Problem, die sind alle hier bis zu 7, wäre ja erlaubt, brauchen wir jetzt nicht, wir zahlen einfach nur durch, 1, 2, 3, 4, 5. Wir verschieben es um zwei Stellen nach links, weil das ist die Länge des Generatorpolynoms, das wir hier haben wollten. Wo ist das obige Generatorpolynom? Wo habe ich es hingeschrieben? Muss gerade mal suchen. Wo ist das? Da, x² plus 3x plus 2. Nicht? Das ist also hier, also man kann es leicht erkennen, hat zwei Nullstellen. Und zwar müsste es die Nullstellen 1 und 2 haben. Weil so war es konstruiert. So, wenn wir die Division bilden von diesem C' von x, also den verschobenen Nutzdaten, mit g von x, dann kriegen wir den Rest x, 5x plus 4 raus. Glauben Sie, oder müssen wir es rechnen? Hm? Die müssen gar nicht immer glauben. So, den addieren wir drauf, sodass wir hier den Datenstrom 4, 5, das waren die Koeffizienten, die wir gerade aus dem Rest ausgerechnet haben. 1, 2, 3, 4, 5, das sind unsere Nutzdaten übertragen. Ja? Gut, schön systematischer Code. Das sind hier die zwei Redundanzstellen und hier haben wir die fünf Nutzstellen. So. Jetzt hat dieses Polynom zwei so konstruierte Nullstellen, nämlich die 1 und die 2. Das heißt also, wenn ich dieses Polynom jetzt auswerte an der Stelle 1, also letztlich hier aufschreibe, schreibe ich noch mal komplett hin, damit man das auch komplett vor Augen hat. So, was haben wir denn? Wir haben 4 plus 5x plus 1x² plus 2x hoch 3 plus 3x hoch 4 plus 4x hoch 5 plus 5x hoch 6. Ne? Und dieses Polynom hat Nullstellen x gleich 1, x gleich 2, das war nämlich Alpha hoch 0 und das ist Alpha hoch 1 aufgrund der, gerade den Satz zu Ende schreiben oder das Wort, aufgrund der Konstruktion, ja? Nee, das ist, weil die Addition nicht die Addition ist, die Sie gerade im Kopf haben, sondern die XOR-Verknüpfung. Also in die Falle tappe ich auch jedes Jahr neu, dass ich nämlich anfange irgendwie zu addieren und nee, kann ja nicht sein, ne? Und dann brauche ich so 10 Minuten und dann, ach ja, es war ja das XOR. Ne? Also, das ist der Punkt. So, also wenn ich jetzt hier tatsächlich diese beiden Werte einsetze und das ausprobiere, dann kommt auch tatsächlich an 1 und 2 die 0 raus.
So, ich habe jetzt dieses Polynom hier mal aufgeschrieben und habe tatsächlich genau das gemacht, habe nämlich hier die folgende Werte eingesetzt, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also kann man ja einsetzen und gucken, was rauskommt. Und bei 1 und 2 weiß ich, dass eben 0 rauskommen muss. Und das tut es auch, wenn die Stelle C2', das ist genau diese Stelle hier, wenn die 1 ist, denn dann ist es richtig. Ne? Da, um den geht es jetzt. Halt, wo ist er? Den. Könnte ich mal eine Farbe dran machen. So, was ich jetzt tue ist, ich füge hier jetzt einfach, oder ich nehme hier jetzt einfach mal eine beliebige Zahl an und mache da im Prinzip einen Übertragungsfehler rein an die Stelle. Wenn ich keinen Übertragungsfehler habe, da also die 1 steht, dann sind tatsächlich die Auswertungen dieses Polynoms an 1 und 2 beide 0, so wie es sein soll. Wenn ich aber da jetzt einen Fehler habe, weil also zum Beispiel hier anstatt einer 1 eine 0 empfangen habe, ist das Polynom ja ein anderes. Und dann kriege ich eben nicht 0, 0 raus, sondern 1 und 4. Wenn ich da 2 empfange, kriege ich 3 und 7 raus und so weiter. So, was ich also tun muss im Empfänger, ist einfach das Polynom, wie ich es empfangen habe, nehmen und die ersten beiden, die ersten konstruierten Nullstellen überprüfen, ob sie da sind oder nicht. Das ist alles, was ich tun muss, um herauszufinden, ob es einen Fehler gab oder nicht. Wenn die Nullstellen nämlich 0 ergeben, dann ist alles gut. Und wenn die Nullstellen nicht 0 ergeben, dann ist ein Fehler passiert. Ja? Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Kern. So. Ja? Hardcodiert. Okay, achso, das ist dann immer. Ja, also Sie müssen ja. Sonst ist ja irgendwie ein bisschen. Ja, sonst geht's nicht. Klar, das ist aber wie beim. Wie beim Hamming-Code oder bei der Checksumme auch. Ne? Also genau dasselbe. Sie sagen ja vorher, die Checksumme wird gebildet mit dem Generatorpolynom. Ne? Und das ist von beiden Seiten dann, ob das jetzt hardcodiert ist oder als Variable übergeben, egal. Aber das wird halt nicht verhandelt oder so, sondern es ist den Sender und Empfänger beiden bekannt. Ja. Gut. Fehler erkennen können wir jetzt. Beheben können wir sie noch nicht. Das könnten die Dinger ja auch vielleicht hergeben. Ganz grob gesagt, wir haben hier jetzt zwei Freiheitsgrade. Also wir könnten jetzt letztlich an zwei erkennen, ob an zwei Stellen irgendwie ein Fehler ist oder nicht. Okay, das wird er hergeben, der Code. Oder wir könnten eine Stelle verwenden, rauszufinden, an welcher Stelle der Fehler ist und die andere, um ihn zu korrigieren. Das heißt also, wir kommen letztlich an den Punkt, ich stelle es gleich auf den Kopf, aber wir kommen letztlich an den Punkt, dass wir erst einmal gucken müssen, ist ein Fehler da oder nicht. Okay, haben wir gemacht. Dann gucken müssen, an welcher Stelle ist der Fehler und ihn dann korrigieren. Das ist so ganz grob der Ablauf. Wir stellen es auf den Kopf, weil der Schritt rauszufinden, wo der Fehler ist, ist nämlich der schwierigere. Und da gehe ich auch nicht in die Details, das sage ich gleich vorweg. So, was ich hier sonst noch hingezeichnet habe, ist mal die gesamten Auswertungen hier. Ja, der Polynome, naja, das kann man so machen oder nicht, muss man nicht unbedingt. Also, ja, gibt letztlich nicht viel her. Wichtig sind die beiden Stellen hier. Bitte? Ja, aber es ist mal bunt, ne? Genau. So, das wissen wir jetzt schon. Was machen wir zu dem Zweck? Eigentlich wieder genau dasselbe wie das, was wir vorher auch gemacht haben. Wir schreiben nämlich hier das empfangene Polynom, das empfangene fehlerhafte Wort als C' von x, das ist das, was wir empfangen haben, plus der Fehlervektor. Da das xOR ist, eigentlich müsste da natürlich Minus stehen, aber xOR, dem ist das egal, ne? Bei der Addition. So, dass wir eigentlich hier die Addition von zwei Polynomen haben, nämlich einmal das, was wir gekriegt haben, plus einmal das, was wir senden wollten, plus der Fehler an der Stelle I1 bis zum Fehler an der Stelle I tau. Das ist Nomenklatur, da haben wir jetzt schön Doppelindizes und so, da wird es dann langsam spannend und unübersichtlich.
In unserem Beispiel kocht es einfach runter. Wir wissen an dieser Stelle schon, dass es hier den Fehler gab. Wir wissen, dass die 1 dahin gehört. Und wir müssen nur an die 1 jetzt den Fehler, das E, addieren. Und dann ist es das, was wir empfangen hatten. So, fertig. Okay, dann werten wir das aus. Nämlich an 1 und an 2. Und dann kriegen wir ein Ergebnis raus. Das schreibe ich gleich erstmal hin. Ich habe es erstmal hier komplett hingeschrieben. Und das eine ist S0, das ist natürlich die Syndromstelle 0. Und das andere ist S1, das ist die Syndromstelle 1. So, und wenn ich das jetzt komplett ausrechne, dann kann ich aber dem hier schon mal sagen, naja, 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 5 plus 4, das ist ja das Originalpolynom an, ausgewertet an Alpha hoch 0 gleich 1. So, und das hier ohne das E muss schon mal erstmal alles zusammen 0 ergeben, denn so war es ja konstruiert. Also es kann man schon gleich schreiben, E ist gleich der Syndromwert an Syndromwert 0, also E gleich S0. Und dann müssen wir noch gucken, was denn dabei rauskam. Das machen wir aber gleich erst. Dasselbe machen wir aber bei den zweiten. Beim zweiten haben wir hier 5 mal 2 hoch 6 plus 4 mal 2 hoch 5 und so weiter und so fort. Lesen können Sie selber. An der Stelle steht jetzt hier E mal 2 Quadrat plus und so weiter. Alles wieder das ohne das E da drin muss 0 ergeben, sodass letztlich hier stehen bleibt 4, also 2 Quadrat mal E ist gleich S1. Und das ist das, was ich hier unten nochmal hingeschrieben habe. So. Jetzt haben wir rausgekriegt, hier bei dem, was wir als Empfang angenommen haben. Wir hatten nämlich angenommen hier, dass wir C0 gleich 0 übertragen. Richtig wäre 1 gewesen hier. Nee, war ein Fehler. Wir haben hier 0 wurde empfangen. Das heißt also, wenn wir das so auswerten, dann ist, das können wir aus der Tabelle, wo ich das alles schon mal vorbereitet habe, wie im Kochstudio, sehen. Dann haben wir nämlich die Syndromwerte 1 und 4 gefunden. Ja, wenn also eine 0 empfangen wird an der Stelle, dann kommt hier als Syndromwert 1 und 4 raus. Das habe ich schon mal ausgerechnet für Sie. Das macht man nicht mehr per Hand. Ne? So, und dann sehen wir sofort, dass hier, wo bin ich? E gleich S0 gleich 1 ist. Da, beziehungsweise hier, ist es E mal 4 gleich S1. Wenn Sie sich erinnern, S1 hatten wir, können wir aus der Tabelle ablesen, ist 4 gewesen, also 4E, also ist auch wieder hier E gleich 1. Wir kriegen also zweimal das Gleiche raus, das ist schon mal gut. Warum zweimal das Gleiche? Naja, weil wir eigentlich zweimal was verwendet haben, was wir nur einmal verwenden müssten. Wir haben ja gesagt, wir wissen schon, wo der Fehler ist. Eingangs sagte ich ja, Sie benutzen eigentlich eine Syndromstelle, um rauszufinden, wo der Fehler ist und die andere, um ihn zu korrigieren. Wir haben es von vornherein reingesteckt, dass wir wissen, wo der Fehler ist, also kriegen wir auch zweimal das gleiche Ergebnis raus. So, also weil wir nochmal zusätzliche Informationen, die eigentlich hier gar nicht drin war, nochmal zusätzlich reingepackt haben, kriegen wir diese redundante Information raus. So, also wir kriegen raus, Fehler ist 1, XOR-Verknüpfung mit der 0, gibt die 1, damit wäre der Fehler korrigiert. Ja. So, ich mache nochmal ein weiteres Beispiel. Ich stelle mir nämlich vor, dass ich an der Stelle die 7 empfangen habe. Ich nehme wieder die gleiche Stelle, weil ich nicht die gleiche Tabelle nochmal machen möchte. Sonst müsste ich ja die ganze Tabelle nochmal ausrechnen. So, wir gucken mal, was denn dann die Syndromauswertung ergeben würde, wenn da die 7 ist, nämlich 6 und 5. Können wir gleich ablesen, ne? S0 gleich 6, S1 gleich 5 und die Rechnungen hier gelten genauso. Wieder mit E gleich E, ja gleich 6. So, das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Wir wissen, Stelle C, wie habe ich sie genannt? C2' gleich 7. Empfangen und dann machen wir 7, mach das mal so, plus 6 ist also gleich 1, 1, 1,
plus 1, 1, 0, das ist die 7, das ist die 6, ist gleich 1. Das heißt also, damit haben wir die Stelle korrigiert. Mit der Information, ne? So, und wir wissen noch, S1, wo haben wir es da? S1 ist 4 mal die 6. Und das ist gleich 5. Und nee, S1, also S1 ist gleich 5. Und was wir raus hatten, ist 4 mal E eigentlich. Und daraus folgt dann, dass E auch gleich 6 sein muss. Und dann haben wir dasselbe nochmal. Das heißt also, wir haben da auf die zweite Art und Weise schon wieder das gleiche Ergebnis berechnet. So. Also funktioniert. Zumindest die Korrektur geht. Und das können Sie jetzt natürlich mit Bytes machen. Jo. Und hier habe ich nochmal aufgeschrieben, wie der Ablauf ist. Nicht Bestimmung des Syndroms, beispielsweise durch Auswertung des übertragenen Polynoms an vermutlichen Nullstellen oder an den konstruierten Nullstellen wäre der richtigere Ausdruck. Wenn diese Null sind, ist okay. Können wir gleich den Teil rausnehmen. Ja, natürlich. Ich habe es nur an beiden Stellen ausgewertet, weil beide Stellen müssten ja das Ergebnis liefern und sie tun es. Darum geht es. Ja, dann verstehe ich jetzt nicht, warum wir beide Nullstellen brauchen, um einen Fehler korrigieren zu können. Wir hatten tatsächlich zu viel Information. Wir haben die beiden Nullstellen und ich habe Ihnen die Information gegeben, wo der Fehler ist. Das ist normalerweise nicht da. Normalerweise brauchen Sie eine Stelle, um herauszufinden, wo der Fehler überhaupt ist. Und die andere, um ihn zu korrigieren. So, aber weil mir das zu schwer war, und das ist mir eigentlich, das ist mir auch zu schwer, weil den Algorithmus gehe ich gleich auch nicht im Detail durch. Deswegen habe ich das ausgeschlossen oder gleich gesagt, komm, ich gebe euch das Ergebnis vor. Ne? Okay. Ist das Syndrom nicht null, dann nimmt man den Berle-Kamp-Massey-Algorithmus, um die Positionen der Fehler zu bestimmen. Und dann kann man so mit den noch verbliebenen Stellen da den Fehler korrigieren. So, und diesen Berle-Kamp-Massey-Algorithmus habe ich als C-Programm hier nur hingeschrieben. Und mehr sage ich auch nicht dazu. Ja, der ist nicht allzu lang, aber wenn Sie da versuchen durchzusteigen, ist das ganz schön aufwendig. Und es führt einfach zu weit. Dann sind wir im Rest. Nö, das nicht. Ja, schon iterativ. So. Und dann haben wir hier noch den Korrekturalgorithmus. Auf den bin ich auch, also das ist im Prinzip das, was wir hier gemacht haben. Ja, mit dem Berle-Kamp-Massey, der kann erstmal feststellen, wo der Fehler ist. Nee, ich meine den Code, den Sie jetzt hier hingeschrieben haben. Das ist schon komplett. Ja. Weil wir haben es ja jetzt nicht komplett besprochen. Nee, aber das sind zwei Teile. Der eine Teil ist eben der Berle-Kamp-Massey, rausfinden, wo der Fehler ist. Und der zweite Teil ist der Korrektur. Ach so, ich habe gedacht, der muss erzeugt. Nee. Jo. Das ist, das kann man auch in Python machen, also egal. Ja, wie gesagt, das ist so das Arbeitspferd für die CD, DVD, DVB und so weiter. Gut. Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ptolemy oder Chiffrierung? Ey, wir machen ein paar Stunden Ptolemy. Können Sie?
Ja, klar. Ne? Ja, klar. So, das sind also Folien. Die Vorlesung hatte ich anders gestaltet. Das ist auch nur ein Kapitel daraus. Muss ich mal gucken, ob ich hier TLS und IPsec mache. Müssen wir mal sehen, weil das sind ja wirklich höhere Layer, die hier nicht reingehören in diese Vorlesung. Ne? Aber über Security, Sicherheit, Verschlüsselung kann man sich... Oh, was war das denn jetzt? Nochmal kurz unterhalten. Bitte? Ja, haben wir oder nicht? Jetzt kommt er damit um die Ecke. Die Frage ist, wie ausführlich Sie es jetzt gemacht haben. Nee, das ist halt, ich denke schon, dass das war. Wir haben irgendwas Verschlüsselung. Was? Nee, Verschlüsselung nicht. Ich meine aber die anderen Sachen, wo da dran stehen, das meinte ich da IP. Ja, die machen wir doch gar nicht. Wir machen doch bloß das eine Kapitel hier, dieses Security da. Dass Sie das andere anderswo gemacht haben, ist ja klar. Ja, ist ja schön. Manchmal bin ich verwirrt hier. So, also, das ist kurz ein Vorsatz dazu. Nicht? Also ich erkläre Ihnen da so ein bisschen, wie es funktioniert, aber Sie sind danach nicht in der Lage, einen neuen Algorithmus zu entwickeln. Sie sind auch nicht in der Lage, diesen Algorithmus sauber zu implementieren. Das macht auch kaum jemand, sondern in der Regel nimmt man sich da fertige Bibliotheken. Das ist viel sicherer. Weil da muss man ja auch immer darauf achten, zum Beispiel, dass nicht irgendwo noch im Speicher irgendwas drin bleibt, was man durch irgendeinen Pufferüberlauf dann doch wieder rauslesen kann und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich Programmieranforderungen, die jenseits dessen sind, was ich so kann und beschreiben kann. Ne? Und deswegen bringe ich die auch an der Stelle gar nicht dahin. So, ein paar Sachen sind hier einfach auch nur Name-Dropping. Ich möchte ein paar Ziele kurz darstellen. Also warum man das überhaupt macht mit der Sicherheit. Einer, aber nur einer von vielen, ist nämlich der Punkt Privacy. Also Sie wollen eine geheime Nachricht übertragen und kein anderer soll es mitlesen können. Das ist nur ein Punkt. Das nächste ist Integrity, also Integrität. Auf dem Wege soll die Nachricht nicht verfälscht werden können. Also ich erzähle Ihnen irgendwas und sage Ihnen, geben Sie es mal dem Herrn dahinter Ihnen weiter. Und das ist natürlich völlig leicht für Sie, die Information umzudrehen. Ne? Also wenn ich Ihnen sage, er ist durchgefallen, dann drehen Sie sich um und sagen, hey, du hast eine Eins. Ne? Und das nächste Mal kommt er dann an und wenn das Ganze jetzt auch noch irgendwie rechtssicher sein soll, kommt er dann demnächst an und sagt, nö, ich habe gesagt, eine Eins. Wenn das jetzt nicht so ist, dann ziehe ich vor Gericht oder so. Ne? Ja. Dann muss sie authentisch sein. Das heißt, es muss auch vollkommen klar sein, dass die Nachricht wirklich dann von mir kam. Auch das, sie könnten die auch einfach erfinden, ne, die Nachricht, und ihm sagen, hey, hast du bestanden oder sonst irgendwas oder bist durchgefallen und so. Und der Oberschmidt hat es gesagt. Das ist ja leicht zu behaupten. Nicht? Nur sie müssen es auch beweisen können oder müssten es auch beweisen können. Also Authentizität ist ein Ziel und nicht zu leugnen. Das heißt, wenn ich gesagt habe, Sie haben bestanden oder sind durchgefallen oder was auch immer, dann kann das nicht sein, wenn im halben Jahr das dann irgendwie sich als falsch rausstellt oder so und dann kommen Sie an und ja, Sie haben aber gesagt das und ich sage dann, völlig falsch verstanden und so, dann müssten Sie jederzeit ankommen können und sagen können, hier, da, Sie können nicht leugnen, ich habe es hier verschlüsselt und es ist so, dass Sie das gesagt haben. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie irgendwelche Geschäfte machen, Sie kaufen irgendwas bei irgendwem ein. Und dann kommt die Ware an und sagt, habe ich nie bestellt, kann ich nicht für. Ne? Und da sollen natürlich die ganzen Mechanismen des Internet und so weiter dafür sorgen, dass Sie das nicht leugnen können, dass Sie es waren. Ne? Gibt nur noch die Möglichkeit, Passwort verraten, aber dann sind Sie halt selbst schuld. Ne? So. Andersrum natürlich auch, soll auch nicht ein Internethändler seiner Wahl eine Bestellung auslösen können und so tun, so, ja, Sie haben hier 3 Waschmaschinen und 4 Wäschetrockner bestellt, ne? Habe ich hier stehen, bezahlst du jetzt, ne? So, also auch das soll nicht gehen. Und wenn Sie 3 Waschmaschinen und 4 Wäschetrockner bestellt haben, beziehungsweise wenn Sie eine bestellt haben und einen Wäschetrockner, dann soll der nicht einfach da 2 und 2 draus machen können, weil er seinen Umsatz verdoppeln möchte. Ne? Auch das soll nicht gehen. Also dieses, was typischerweise beim Fleisch ist, darf es ein bisschen mehr sein und so, ne? Das soll eben nicht möglich sein, weil Sie haben halt nur 1 bestellt. Naja, und welche Marke Sie bestellt haben, soll halt geheim bleiben. Das ist an der Stelle vielleicht gar nicht mal so das Entscheidendste. Was geheim bleiben muss, ist natürlich die Kontonummer. Ja, obwohl auch nicht mal. Bitte? Die bleibt ja eh
Nee, die bleibt eh nicht geheim, aber ihr Passwort und so weiter muss geheim bleiben. Ne? Okay, so das Setup ist immer Alice, Bob und Eve. Also diese drei da. Ne? Also Alice und Bob, weil A und B und Eve wegen Eavesdropper. Das ist also der Mithörer. Ne? Also diese drei, die, da ist auch manchmal ist es auch Oscar, ne? Aber die andere, also Alice und Bob sind eigentlich immer dabei. Mal ist es Eve, mal Oscar. Wir haben hier eine Mithörerin gewählt, ne? Weil Frauen sind unterrepräsentiert. Hier ausnahmsweise mal überrepräsentiert, nicht? Also zwei Drittel der Frauen in diesem, zwei Drittel der beteiligten Personen hier sind Frauen. So, was haben wir? Sie können eine Blockverschlüsselung oder einen Stream-Cipher machen. Wir beschäftigen uns nur mit Blockverschlüsselungen. Das heißt, so wie wir das bei der Codierung auch gemacht haben, die Daten werden zu einem Block zusammengefasst, verschlüsselt, als Block übertragen, entschlüsselt und dann ist der Block wieder da. Daraus kann man natürlich einen kontinuierlichen Strom generieren hinterher, wenn Sie dann entsprechende Verzögerungen haben, wie das bei der Sprache auch so ist. Sprache wird ja in der Regel, wenn sie digital übertragen wird, auch in Blöcken übertragen und trotzdem hören Sie nicht einzelne Happen, sondern es werden trotzdem kontinuierlicher Strom generiert. Das kann man machen. Ich mache keinen Stream-Cipher, das könnte man auch machen, dass man also so on the fly jedes einzelne Bit, wer es dann chiffriert und sofort überträgt und dann am Ende auch wieder zurückgebastelt wird. In der Theorie ja, praktisch glaube ich nicht. Ja. Also praktisch wüsste ich jetzt nicht. In der Theorie dieser Quantum-Cipher. Ne? Also wenn beide Seiten, die müssen auch über woher auch immer, müssen die natürlich den gleichen den Schlüsselstrom haben. Dann können sie natürlich auf der einen Seite hier die Daten reinschieben, dann wird das mit dem Verschlüsselungsstrom stromweise verschlüsselt, kommt an der anderen Seite an und dann kommt derselbe Strom im Prinzip wieder drauf, XOR-mäßig, und dann hat er das Ergebnis, kommt dann raus. In der Theorie wird er gerne verwendet, in der Praxis wüsste ich nicht. Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Was heißt das überhaupt und wozu braucht man das? Deswegen Verschlüsselung, also Alices Verschlüsselung und Bobs Entschlüsselung geschieht mit dem gleichen Schlüssel. So, klingt jetzt erstmal simpel, nicht? Das ist so hier. Da, Schlüssel und Schrank. Wo ist das denn? Wo ist man da? Ja, Schlüssel, Tür, ich kann also irgendwas aufschließen. Was reinlegen und Sie haben den gleichen Schlüssel, der auch da ins Schloss passt, machen wieder auf, nehmen Sie da raus. So, beide Partner müssen daher den gleichen Schlüssel haben. Diesen Schlüssel, hier jetzt mal in Metall, diesen Schlüssel muss man natürlich in einem sicheren Kanal übertragen haben. Weil wenn ich den unter die Fußmatte lege, dann kann er jeder nehmen. Ne? Also Fußmatte wird normalerweise nicht als sicherer Kanal angesehen. Wenn Sie diesen wenn man ihn jetzt durch reitenden Boten oder sonst wie, also wirklich sicher überträgt zu dem anderen, ist das okay, aber diesen Weg muss man haben. Ja, ansonsten ist das ganze Verfahren eigentlich hinfällig, weil es könnte ja, wenn die Eve die ganze Zeit mithört, nicht, dann wird ja irgendwann über den gleichen Kanal eventuell der Schlüssel übertragen, der muss ja im Klartext irgendwie rüberkommen. Also wir lösen das Problem schon noch, ne? Aber so wie wir es jetzt wissen, muss der im Klartext rüberkommen, kann die Eve den sich mitnehmen, Eve macht sich einen Nachschlüssel, Eve kann alles mithören. Völlig hinfällig, das Verfahren. Ne? Also steht und fällt damit, ob es diesen sicheren Kanal gibt oder nicht. Das kann ein völlig anderer Kanal sein. Es könnte ja auch sein, dass man eine CD durch die Gegend schickt, wo es drauf ist, so über Postweg, Einschreiben, Rückschein und so weiter. Ne? Ach so, ja. Eigentlich ist das doch. Ja, also dann hat man den zweiten Kanal, dass man sich wirklich sieht, ne? Ja. So, der Nachteil ist, es kann nicht überprüft werden, wer wirklich verschlüsselt hat. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Sie jetzt hier,
Sie haben ja den Schlüssel, ne? Sie machen die Tür auf, die Kasten auf, legen irgendetwas rein, schließen wieder ab, kommen 10 Minuten später wieder, nehmen es raus. Ha, du hast hier was für mich hinterlegt. Du ist die Bestellung über 4 Waschmaschinen und 3 Trockner. Ne? Also es ist nicht nachvollziehbar, wer denn da jetzt verschlüsselt hat. Und musst du mir glauben, lag ja da drin. Ne? Kann ja, also ist nicht klar, wer es denn eigentlich war. So, Anwendungen im Datentransport wird das natürlich massiv verwendet. Die Dinge haben den Vorteil, dass sie relativ effektiv sind und relativ schnell gehen. Und in der Festplattenverschlüsselung natürlich auch. Nicht? Ich meine, da ist der sichere Kanal der Mann selber, der die Festplatte verschlüsselt hat. Wenn Sie die Festplatte geben, wird sie normalerweise nicht aus der Hand. Also Sie wissen, was ich meine. So, ne? Also wenn Sie diese Festplatte da generiere ich den Schlüssel, den weiß ich dann, habe den vielleicht auf einen Zettel geschrieben oder sonst wo hinterlegt. Aber ich bin halt da der sichere Kanal und da braucht man eigentlich nur das. Gut, asymmetrische Verschlüsselung. Alice verschlüsselt mit einem anderen Schlüssel als Bob entschlüsselt. Ja. Also wie das geht, machen wir. Aber nehmen wir mal an, es geht. Ich zeige Ihnen gleich ein ganz einfaches Beispiel, wie es dann funktioniert. So, dazu sendet Bob seinen öffentlichen Schlüssel, den darf ruhig jeder mitlesen, an Alice. Dieser öffentliche Schlüssel, der ist für Alice gut genug, um die Nachricht, die sie an Bob schicken möchte, zu verschlüsseln. Bob entschlüsselt dann mit seinem privaten und geheimen Schlüssel. Und den kennt nur er. Und der muss auch nicht transportiert werden, sondern der ist bei Bob. Und der hat Bob auch nie verlassen. Bob hat den natürlich zusammen mit seinem öffentlichen Schlüssel generiert, aber nur den öffentlichen Schlüssel weitergegeben, den privaten behalten. Wie das funktioniert, machen sich keine Gedanken drüber. Mal angenommen, es geht so, also es geht so, ne? Mal angenommen, es geht so, dann sehen wir, was passiert. So. Genau, Eve kennt nun zwar den öffentlichen Schlüssel und damit kann sie Nachrichten generieren und für Bob verschlüsseln. Das ist aber auch alles. Und also Eve, vor allen Dingen Eve, ne? Eve kennt auch nur den öffentlichen Schlüssel. Damit könnte Eve jetzt Bob was Verschlüsseltes senden, aber nichts Verschlüsseltes entschlüsseln. Das ist das Coole dabei. Ja. Es wird nur so ein Teil von dem Generator wurde nun gesendet. Ja, ist schon noch ein bisschen. Ja, vergessen Sie das mit den Generatorpolynomen. Wir kommen gleich drauf, ja. So, Anwendung, Schlüsseltausch, Signaturen. Ein ganz einfaches Ding. Ja, warten Sie ab. So, ganz einfaches Prinzip Briefkasten. Da ist jetzt nicht ernsthaft ein Schlüssel beteiligt. Na, so ein bisschen, einer schon, ne? So, Verschlüsselung, öffentlich zugänglich das Ding, öffentlicher Schlüssel, man muss wissen, wie man das Ding hier bedient. Klingt jetzt trivial, aber es ist letztlich der Schlüssel, ne? Dann nehmen Sie einen Brief, schmeißen den da rein. Ja, und die Information nützt nur der Eve nichts. Also wenn der richtig konstruiert ist, mechanisch richtig konstruiert ist, dann kann die zwar, und nicht allzu schlanke Finger hat, ne? Dann kann die zwar da irgendwie versuchen reinzufassen und machen sie das mal bei Briefkästen am Finanzamt. Da kommen dann noch so Schneiden hoch, so, die dann normalerweise so, die sind da so mit Feder. Ne? Also da kommen sie gar nicht durch. Nee, das ist so wie dieses. Nein. Nee. Ja, diesen Fingerabdruck. Nein. Sie kennen diese Dinge, die man mal diskutiert hat, wenn man verhindern möchte, wie Leute verkehrt rum auf die Autobahn fahren. Ja. Solche Teile sind da auch drin in dem Briefkasten, nur nicht so scharf natürlich. Das heißt, Sie können einen Brief da reinstecken, dann klappen die einfach an die Seite, so wenn Sie es richtig benutzen. Und wenn Sie es andersrum machen wollen, dann haben Sie zwar den Brief greifen, aber Sie kriegen nicht auf der ganzen Ebene, wo Sie es müssten, diese Federn runtergedrückt, sodass der Brief dann eben da hängen bleibt. Ne? Also es ist noch ein bisschen schwieriger als ein ganz normaler Briefkasten. Ein normaler Briefkasten ist schon ja, so einigermaßen sicher. So, das heißt also, Eve weiß zwar, wie sie das Ding benutzen soll, aber das nützt ja nichts, weil sie nicht drankommt. So, nur wer den Schlüssel von dem Ding hat, hier unten drunter, sieht man den ja immer, wo man den Sack dran machen kann, wo es dann reinfällt, ne? Dann können Sie den Schlüssel öffnen und die Briefe entnehmen. Nur dann. Das heißt also, Sie brauchen da tatsächlich, es muss mindestens ein Dreikant oder sowas sein. Also ein anderes Verfahren zumindest, als wie man es da reinschmeißt. So, hohe Gewalt geht natürlich hier auch. Ne? Also wenn ich es wirklich haben will, dann spreng ich ihn halt auf oder breche ich ihn auf oder sowas, dann komme ich auch an die Briefe dran. Aber so ist es bei der Verschlüsselung auch. Mit hoher Gewalt kriegen Sie auch
Brute Force kriegen Sie auch die alle Chiffrieralgorithmen geknackt. Rohe Gewalt könnte nur heißen, dass Sie es nicht mehr erleben werden, das Ergebnis. Also bei mathematischen Verschlüsselungsverfahren, ne? Weil sie einfach zu aufwendig sind. Ach, Mann. Gut. Bitte? Okay, so, was braucht man? Oder warum macht man nicht alles mit asymmetrischer Verschlüsselung? Es werden sehr lange Schlüssel benötigt. Das macht die Berechnung ziemlich langsam und aufwendig. Und deswegen nutzt man normalerweise die asymmetrische Verschlüsselung, um den symmetrischen Schlüssel auszuhandeln und zu übergeben. Also man hat sich da kurzfristig einen sicheren Kanal aufgebaut, verteilt gerade so den Schlüssel und dann macht man alles andere blockweise. Alles andere mit dem symmetrischen Verfahren. Naja, also im Prinzip nutzt man den Briefkasten nur, um den Schlüssel zu hinterlegen, womit wir dann dieses andere Ding, was ich eben hatte, mit meinem Schlüssel aus der Hosentasche bedienen könnte. Ne? So, das wäre so die Variante, der zweite Kanal. So, das Verfahren läuft also im Prinzip so ab, dass man hier den privaten Schlüssel, also er generiert sich hier einen Public Key und einen Private Key. Den Public Key gibt da der Alice. Die Alice verschlüsselt ihren Schlüssel, das ist das K hier, verschlüsselt den Schlüssel mit dem Public Key von Bob. Der kann das hier mit seinem Private Key wieder entschlüsseln, hat also das K auch. Und dann kann man mittels K verschlüsselt hier die Daten hin und her schicken. Einfach weil dieses Verfahren mit dem symmetrischen Schlüssel wesentlich schneller und effektiver ist. Mehr, es ist eine Zahl. Ist schon klar, aber der Public Key ist nicht dazu da, um den gelben Kasten aufzuschließen, sondern nur um die Klappe zu bedienen. Ja. Der Schlüssel für den gelben Kasten ist der Private Key. So, was kann man tun? Was kann man grundsätzlich tun und welche Verfahren gibt es eigentlich, gegen so eine Verschlüsselung vorzugehen? Brute Force ist eine vollständige Schlüsselsuche. Das heißt also, Sie probieren einfach alle möglichen Schlüssel durch. Und wenn Sie ihn haben, also wenn der Text, der dann dabei rauskommt, Sinn macht, dann haben Sie wohl einen Schlüssel gefunden. Geht. Also nehmen wir mal an, wir haben irgendwie so, wie das früher bei manchen Autoherstellern war, es gibt halt 1000 verschiedene Schlüssel oder so für die ganze Fahrzeugflotte, dann müssen sie halt die 1000 gerade ausprobieren und dann haben sie halt den passenden Schlüssel zu dem Auto. Das war so. Oder hier diese Garagentore da, die man da öffnen kann, mal abgesehen davon, dass man auch abhören könnte, das ist aber was anderes noch. Da haben sie zumindest vor ein paar Jahren, waren das noch so 10 Dip-Switches drin. Damit haben sie eben dann den Schlüssel, also eine 10-Bit-Zahl eingestellt, dann mussten sie halt die 1024 Kombinationen ausprobieren und dann waren sie drin, in der Garage. So, da die Computer immer schneller werden, wird das auch immer von Jahr zu Jahr einfacher. Also im Prinzip ist es immer ein Wettlauf, ne? Also Sie haben ein Verschlüsselungsverfahren, das ist erstmal sicher und dann werden die Computer schneller und schneller und schneller und schneller und da brauchen Sie ein neues Verfahren, das mehr Aufwand produziert, aber natürlich, weil die Computer schneller geworden sind, auch sinnvoll anwendbar ist. Und dann die Computer werden immer noch schneller und holen dann wieder den Schlüssel auf. Ist das Verfahren, aber reicht es nicht auch, dass man die Schlüssel einfach länger macht, dass das Verfahren das gleiche bleibt? Ja, aber ja, sicher. Aber das ist das, was ich meinte. Je länger der Schlüssel ist, desto mehr Aufwand müssen Sie reinstecken. Ja. Und wenn Sie jetzt so an kleine Prozessoren oder sowas denken, wo Sie auch schon verschlüsseln wollen, dann ist das vielleicht doof, ne? So, dann gibt es statistische Angriffe. Also hier ist einfach nur ausprobieren. Statistische Angriffe, mal angenommen, Sie wissen, es ist ein Text. Und Sie wissen, der Text ist ein englischer Text oder ein deutscher Text oder so. Und meinetwegen wissen Sie auch, dass das im Prinzip dieser Caesar-Cipher war. Also
jeder Buchstabe wurde nur durch einen anderen Buchstaben ersetzt, irgendwie meinetwegen zyklisch oder wahllos oder sonst was. Naja, im Prinzip müssen Sie erstmal gucken, welches ist eigentlich der Buchstabe, der am häufigsten vorkommt, das ist das E. Ja, und wenn dann in dem anderen Text, in dem chiffrierten Text, eben das K am häufigsten vorgekommen ist, dann ist das K wohl das E. So, und so machen Sie weiter. Ja, dann nehmen Sie halt den zweithäufigsten Buchstaben und so weiter und dann haben Sie es entschlüsselt und finden Sie eben E ist gleich K und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch mit Musik und Text und Bildern und so weiter auch machen. Eventuell gibt es da sogar eine Möglichkeit, mal so einen Prüftext einzuschleusen. Ne? Also Sie haben einen Text, den Sie kennen, schleusen den ein und gucken, was kommt denn dann dabei raus. So, und dann gibt es hier noch mathematische Angriffe. Also man macht Kryptoanalyse, versucht Funktionen, die da drin sind, zu invertieren. Ja. Okay. So mal eine Frage zwischendurch. Was glauben Sie, gibt das sicherste, ein sichereres Verfahren? Ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem alles geheim ist, also sowohl die Schlüssel geheim sind, als auch das Verfahren als solches geheim ist? Oder ein Verfahren, wo natürlich die Schlüssel geheim sind, aber wie das alles passiert, die Algorithmen öffentlich? Und wenn ja, warum? Je nachdem, wenn es gut implementiert ist, kann es dann jetzt auch gut sein. Ich schätze mal, das, was zur Hälfte öffentlich ist, weil da verlässt man sich nicht drauf, dass es geheim bleibt, sondern. Ja, und Sie haben vor allen Dingen viele, viele Leute, die es ausprobieren, die versuchen es zu knacken. Also wenn Sie einen Algorithmus öffentlich machen, dann kann ihn ja jeder angucken. Dann kann erstmal jeder, der da Bock drauf hat, und da gibt es eine ganze Menge Leute, kann erstmal gucken, wo sind denn wohl die Schwachstellen. Und wenn das eine wirklich öffentliche Community ist, dann wird er sagen, hey, da ist eine Schwachstelle und da ist eine Schwachstelle, und können Sie die beheben und dann kommt ein besseres Verfahren dabei raus. Als wenn Sie das in einer sehr geschlossenen Community lassen. Deswegen sind die ganzen Verfahren, die wir heute nutzen, auch wirklich öffentlich. Also auch die Verfahren sind öffentlich. Das ist im Zweiten Weltkrieg nicht so gewesen. Also Enigma oder sowas war nicht öffentlich. Trotzdem hat man natürlich rausgekriegt, wie das funktioniert. Man musste ja nur so ein Enigma finden. Das war alles mechanisch. Und dann hat man erstmal rausgefunden, wie es funktioniert. Und dann hat man es ja auch geknackt gekriegt, bekanntermaßen. Okay, so. Symmetrische Verfahren machen wir zuerst. DES und AES, DES und AES, also Digital Encryption Standard und Advanced Encryption Standard. Der Advanced ist eigentlich das, was man heute so verwendet. Typischerweise AES 256 ist so das Schlagwort, glaube ich, im Moment, so das Arbeitspferd, das man in ganz, ganz vielen Fällen verwendet. DES gilt als unsicher, weil der Schlüssel zu kurz ist, das Verfahren auch zu kurz ist und verwendet man heute eigentlich eher nicht mehr so. Es gibt noch eine ganz andere Menge andere Verfahren, so zum Beispiel das A51. Für die Sprachverschlüsselung beim GSM ist auch inhärent unsicher. Ist aber auch aus den 80er Jahren. Ne? Und mittlerweile hat man es knacken können. So, das Prinzip ist immer zwei. Konfusion und Diffusion. Und Sie brauchen auch immer beides. Diffusion, ich fange unten an. Die Daten werden über viele Bits und Bytes verteilt. Also wenn Sie einfach nur so ein Verfahren nehmen wie ich eben, also ein Buchstabe wird in einen anderen übersetzt, dann ist da keine Diffusion oder sowas erstmal dabei, ne? Sondern bleibt der Text der gleiche und Sie ersetzen nur das A, das E durch das K, das A durch was weiß ich was, ne? Und so weiter und so fort. Das ist relativ einfach zu knacken, weil Sie ja die 1-zu-1-Korrespondenz wissen. Wenn Sie mindestens dann noch versuchen würden, wenn Sie wenigstens jetzt noch versuchen würden, das Ganze hier zu verteilen, also an eine andere Stelle zu schreiben oder so, oder immer mal anders zu verschlüsseln, dann hätten Sie es schon ein bisschen weniger leicht knackbar gemacht. Konfusion noch dazu, Schlüssel, also wenn das alles hier, Verschlüsselung und die Verteilung, alles eigentlich nur Permutationen und lineare Operationen sind mit dem Schlüssel, dann lässt sich das ja relativ einfach invertieren. Das ganze System. Also im Prinzip ist es alles nur eine große Matrix. Die müssen Sie ja nur invertieren. Und das macht man, will man natürlich nicht. Dieses Invertieren, das muss man verhindern. Und das kriegt man am besten hin, indem man eine nichtlineare Operation dazwischen schaltet irgendwie.
Ne? Weil dann wird es schwierig oder schwieriger. So, also diese beiden Bestandteile brauchen Sie. Ja. Und AES hier in drei Punkten mal. Das National Institute of Standards and Technology hat dann eben einen öffentlichen Prozess ausgeschrieben, um AES zu finden. Und eben diese beiden, Reimann und Damen, die haben dann einen Vorschlag, einen von 15 eingereicht. Und das ist der gewählt wurde. Und ja, dieser Reindell setzt sich irgendwie aus den Namen zusammen da. Das ist der Algorithmus, der dann unter AES 20 oder AES einfach verwendet wurde. So. Das ist ein invertierbares, ein austauschbares Netzwerk. Also Sie können ein Netzwerk auf gleicher Weise zur Verschlüsselung wie zur Entschlüsselung verwenden. Also eigentlich, wenn Sie es oben reinstecken, also einen Klartext oben reinstecken, kommt der Verschlüssel unten wieder raus. Und wenn Sie ihn verschlüsselt wieder oben reinstecken, kommt der Entschlüssel wieder raus. Das ist das. Und das ist das eben nicht. Nö. Also ja, das ist an dem Punkt, aber es hat mit der Symmetrie oder Asymmetrie, die wir eben diskutiert haben, nichts zu tun. Das ist was anderes. Die asymmetrische Verschlüsselung, die wir bislang diskutiert haben, bezieht sich allein auf Schlüssel gleich oder ungleich. Okay. Wenn ich jetzt sage, okay, ich stecke es oben rein mit dem Public Key, dann kommt es verschlüsselt rein, dann stecke ich es oben rein im Private Key, dann wird es wieder verschlüsselt rauskommen. Nee, ist schon ein bisschen anders. Ist anders. Also vergessen Sie diese Symmetrie in den Algorithmen und die Symmetrie in den Schlüsseln. Das hat so nichts miteinander zu tun. So unmittelbar zumindest nicht. Okay, Blockgröße 16 Byte und drei verschiedene Schlüssellängen und dann eben unterschiedliche Anzahl von Runden, die ich gleich noch zeigen werde. Also eine Schlüssellänge von 256, dann ist es eben AES 256. So, und das ist eben, sind eben hier die Runden, nicht? Immer Diffusion, Konfusion, Diffusion, Konfusion, Diffusion, Konfusion. Beim letzten 14 Mal wird das gemacht. Und dann ist das wohl so konfus genug, ne? So konfus genug, dass da keiner mehr drauf kommt, was es war. Ohne Beweis, wenn Sie nur Konfusion oder nur Diffusion machen, dann reicht das nicht, um eine sichere Verschlüsselung hinzukriegen. Sie müssen immer beides drin haben, sonst ist der Schlüssel knackbar. Der Algorithmus leicht knackbar. So, und das macht man jetzt in so einer Runde im AES. Gucken wir uns einfach mal das an. So eine Runde im AES ist, glaube ich, bunter und eindrucksvoller. Also oben kommen die Daten rein. Dann werden die in so einer S-Box durch die Gegend geschoben. Das ist im Prinzip diese nichtlineare Operation da drin. Dann werden die nochmal umsortiert, also die Reihen vertauscht. Und dann werden nochmal die Spalten vertauscht. Und dann wird der XOR-mäßig der Schlüssel da drauf gepackt. Und dann kommt hier was unten raus, was dann in die nächste Runde oben wieder rein kann. Byte da. Ja, 16 Byte. B1, B1. B4. Achso, das ist nur einer. Das ist nur einer von den vielen. Ah, okay. Also ich habe da nicht alle hingeschrieben. Das Bild stimmt auch nicht. Da war nämlich ein Fehler. Kann sein, dass ich da heute Morgen noch die alte Variante erwischt habe, weil ich habe nur das aus der Vorlesung genommen, nicht mehr neu produziert.
weil hier ist B1, geht hier auf B9, aber das B1 steht dann da, also es ist inhärent sich. Also es wird einfach vertauscht. Das wollen Sie jetzt nach dem Bild sowieso nicht nachprogrammieren. So, das ist diese S-Box, wo man so ein Byte von 00 bis F hier reinpackt. Und ja. Aber beim AES ist es dann immer gleich vertauscht. Oder das S wird, das hängt ja, das, wie das modifiziert wird, das einzelne Byte, das hängt ja vom Verschlüsselungskey ab. Aber auch das, wie es vertauscht wird. Verschlüsselungskey sind wir, das ist nur der letzte Schritt hier mit dem XOR da unten. Ja, das ist der Verschlüsselungsschritt. Das da oben ist nur so ein bisschen Rumschanze. Ja, das ist die S-Box da. Jetzt ist sie öffentlich, ja. Also es ist ein Geheimnis. Sie kennen sie. Jetzt muss ich sie leider erschießen beim Rausgehen. Nee. Nein, die ist öffentlich. Das ist ja nichts weiter als diese nicht-lineare Operation da drin. Das ist auch einer, der, ich meine, mich zu erinnern, dass das einer der Diskussionspunkte bei dem Ding war, dass nämlich nicht offengelegt ist, warum genau diese S-Box die S-Box ist. Also die S-Box ist zwar da, das ist sie, aber es ist nicht gesagt worden, hey, das muss genau diese S-Box sein, weil. So, und da hat man dann vermutet, da könnte ja eine Hintertür drin sein oder so. Also die haben da irgendwie noch so ein paar Ideen, wie man das eben dann doch auf eine andere Art knacken kann und so. Weil das nicht 100% transparent war, hat es da Diskussionen gegeben. Das heißt, am besten immer die S-Box modifiziert ist, oder? Nee, eben nicht. Oder man haut sich selber ins Knie, weil es dann ganz hin. Genau, weil es dann nämlich ganz hin ist. Muss man schon genau wissen, was man tut. So, fangen wir hier nochmal an. Das war eben diese Runde da. Byte Substitution hatten wir schon. Shift Rows, Shift Columns. Das ist das eine von B auf B' und das Mix Columns. Das war der letzte Schritt, wo ich eben diese eine Matrix da reingeschrieben habe. Key Addition. Und der Schlüssel, der wird auch immer von Runde zu Runde ändert, der sich auch immer ein bisschen. Das zählen wir gleich noch, welches Netzwerk dahinter steckt. Wie? Dass man die S-Box halt auch ändert im Laufe der Verschlüsselung. Weil es nicht nötig ist. Ja, so mehr wie man ja verändert und dann halt verschlüsselt oder nicht. Ja, nee, die S-Box ist keine Verschlüsselung als solche. Die sorgt für die Konfusion, damit sie den Schlüssel nicht rausfinden, wenn sie mit dem Schlüssel da drauf gehen. Aber die S-Box selber ist ja öffentlich. Nein, weil die ja öffentlich ist, taugt ja nichts. Was wollen Sie mit einem Schlüssel, von dem Sie wissen, dass jeder ihn hat? Ich kann ja meine eigene nehmen und jemand die anfängt, dann habe ich doch auch. Nee, aber ist doch nicht nötig. Sie brauchen diesen nicht-linearen diesen Konfusionsschritt, damit man den Schlüssel nicht leicht rekonstruieren kann durch eine leichte Inversion. Also am Ende sehen Sie ja eh nur die Daten, ne? Den Schlüssel sehen Sie nicht, bisschen symmetrisch. So, am Ende sehen Sie eh nur die Daten. Und der Traum eines jeden Kryptoanalysers wäre es natürlich, von den Daten auf den Schlüssel zu schließen. Dann haben Sie den Schlüssel und wenn die beiden sich normal unterhalten, Alice und Bob, dann können Sie gleich rein und mithören. So, um das zu verhindern, muss man natürlich dafür sorgen, dass da so viel Konfusion drin ist, damit Sie nicht, also weder auf die Daten kommen, noch auf den Schlüssel kommen, aber vor allen Dingen nicht auf den Schlüssel kommen. Ja, Sie sollen auf beides nicht kommen. Aber dann kommen Sie immer noch nicht auf den Schlüssel. Genau, das meine ich. Dann kommt jetzt aber mit der implementierten S-Box, die auch jeder hat, ja, die Daten wieder in die Richtung reinkommen. Natürlich. Aber zwischendurch, hier ist doch der Schlüssel reingekommen. Der ist doch unbekannt. Was ich Ihnen bislang gezeigt habe, in diesem bunten Bildchen da, das war doch das Byte Substitution S-Box. Shift Rows, diese Pfeile, die nicht stimmten. Mix Column, da wo nur eine Matrix von vieren gezeigt wurde. Ne? So, alle Scheiße, ne? So. Und am Ende dieses ganz kleine, entscheidende Ding da, dieses Plus mit dem O drumherum, ne? Das war die Key Edition. Und wenn ich jetzt ohne den Schlüssel meine S-Box, meine invertierte anwende, kommt ein Scheiß raus. Ja. Also, wenn Sie den Schlüssel hier kennen, ne, oder den weglassen, dann ist keine Verschlüsselung.
Das ist schon, das ist zwar ein im Ablauf ja unscheinbarer, aber sehr entscheidender Schritt. So. Okay, das haben wir jetzt alles diskutiert. Das war die S-Box. So, das ist die Reihenvertauschung. Und das ist die Cullen-Vertauschung. Das war das eben, wo ich nur den einen gezeigt habe hier. Nee, also wo ich nur einen gezeigt habe von den nächsten, also die C4 bis, was ist das dann, 7, machen Sie dann eben mit 1, 6 und so weiter. So, und hier, und deswegen passt das auch zum Kapitel, das ist alles ist natürlich in der GF2-8-Arithmetik gemacht, weil Sie ja nicht den Bytekörper verlassen wollen. Ne? So, das ist im Prinzip die Verbindung zu dem, was wir das letzte Mal, also die letzte Stunde gemacht haben. Ja, klar. Ansonsten kommt ja dann hinterher, Sie wollen ja dann keine Rundungsfehler haben oder so, ne? Sehr doof. Okay, hier nochmal zum Schlüssel. Was man mit dem macht, den bringt man auch noch so ein bisschen durcheinander. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt drauf ein. Da kommt noch ein bisschen nichtlinearer Teil rein. Auch da ist nochmal die S-Box beteiligt. Ja. Sodass dann in jeder Runde, das ist wohl das Entscheidende, ne? In jeder Runde hier immer eine transformierte Version des Schlüssels K. Also K ist der eigentliche Schlüssel, dann wird er einmal transformiert, das kommt dann daran. Dann kommt nochmal so ein Transformationsschritt, wie ich ihn eben gezeigt habe. Und dann kommt der da nochmal wieder dran. Und das Ganze bis zu 14 Mal. Ne? Das ist aber öffentlich, der Transformationsschritt. Ja, das ist doch hier, da. Aber für lauter K. Da. Bitte? Nein, man hat nur einen. Das ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Es gibt nur einen Schlüssel. Den nimmt man zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln. Abgesehen davon, selbst wenn es denn anders wäre, der Computer kann ja eine Menge speichern. Also wir mit Blatt Papier und Bleistift und so, da machen wir sicherlich zu viele Fehler. Aber der Computer kann ja erstmal alles rechnen. Also kein Mensch wird ja das von Hand mal gerechnet haben, das glaube ich nicht. Aber ich brauche jetzt eine andere Box, um wieder zu entschlüsseln. Ja. So. Ja, gut, ist aufwendig. Allein schon, dass die 14 Runden, die Bits da durchmangeln müssen, ne? Bevor sie sie da in die Luft schicken, das ist dauert ja einfach. So, was hat er für Eigenschaften? Bislang hat man eben nichts gefunden, wie man ihn attackieren kann. Das heißt, also es war alles, was bekannt ist, wie man ihn attackieren kann, funktioniert nicht. Und nur so, wie es die Theorie hergibt. Ich meine, klar, Sie können natürlich die Exhaustive Key Search machen, also jeden Schlüssel ausprobieren und es kann der erste Schlüssel sein. Ne? Also möglich ist das, aber halt nicht wahrscheinlich. Ne? Wenn Sie Daten reinstecken, das ist immer ganz wichtig, dann soll das am Ende nicht irgendwie eine Struktur haben und eine statistische Signifikanz aufweisen oder so, sondern dann soll das aussehen wie weißes Rauschen. Das erfüllt das hier. Es gibt auch für die 10-Runden-Version keinen besseren Angriff als die Schlüsselsuche. Also zumindest hat man ihn noch nicht gefunden. Es kann natürlich immer ein heller Kopf um die Ecke kommen und sagen, das ist immer die Gefahr, ne? Ich weiß es, so geht's. Und dann haben wir immer noch die 12 und 14, genau. Ne? Also ganz sicher, das Dumme ist, man kann ihn, ich nicht, aber man kann ihn als einen Satz von algebraischen Gleichungen schreiben. Das heißt, man könnte jetzt da rangehen und versuchen, die zu invertieren und umzudrehen und da das zu lösen. Ja, gut. Das wird als Nachteil erachtet. Trotzdem ist sehr weit verbreitet, so ziemlich jeder Hersteller, also auch schon auf kleineren Chips und so, wird das unterstützt. Und er ist mittlerweile vollständig offen.
Also wie? Nee, auch die ist mittlerweile offen, aber man hatte darüber diskutiert, dass sie nicht veröffentlicht wurde oder man nicht genau wusste, warum es genau diese sein muss. Aber das ist inzwischen aufgeklärt, warum. Ja. Und zwar keine Hintertür drin. Also zumindest hat man keine gefunden. Okay. Ja, das weißt du nicht. Ja. Also, solange sie nicht durch die Hintertür durchgegangen sind, wissen sie nicht, ob es eine gibt. Also, ist schlichtweg nicht bekannt, ob Microsoft oder NSA oder sonst wer da irgendwie eine Hintertür haben. Okay, asymmetrische Verschlüsselung. Also man hat immer noch das Problem, man muss den Schlüssel tauschen. Man hat immer noch das Problem, dass man damit nicht klar klären kann, wer denn verschlüsselt hat. Und deswegen braucht man eben diese asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Also da gibt es dann irgendwie so dieses Ulvis Shamir Edelman Kryptosystem, RSA, ist vielleicht mal irgendwie nochmal untergekommen. Jo. So, man sollte eigentlich elliptische Kurven hier lehren, das mache ich aber noch nicht, weil das mathematisch sehr aufwendig ist. Und ich mir dann das einfach sparen möchte, also Ihnen nicht zumuten möchte. Ich bleibe bei der Faktorisierung, eventuell noch dem Diffie-Hellman Key Exchange, also DH. Und damit das einmal hier gezeigt ist, ich bin nicht sicher, ob ich das hier, das habe ich nicht, die Spalte stimmt nicht. Da habe ich mich vertan. Also es kann ja nicht sein. Ne? Das, also hier steht, wie lang muss der Schlüssel bei einem AES sein? Und damit Sie den vergleichbaren Sicherheitslevel wie beim AES haben, brauchen Sie eben diese Schlüssellänge für die asymmetrischen Verfahren. Ja, Sie sehen, dass es deutlich länger wird. Und deswegen ist das hier sicherlich verkehrt, weil hier stehen, hier passt das nicht. Muss ich mal nachgucken. Aber man braucht, eins ist klar, die elliptischen Kurven sind mit kürzeren Schlüsseln sicherer als die beiden Faktorisierungen und diskrete Logarithmus, das hier oben steht. So, aber da sehen Sie auch, dass der Aufwand halt groß ist. Ne? Also hier müssen Sie schon einen, ach, was ist denn das hier? Nehmen wir das hier, circa 30-fachen Aufwand oder so reinstecken, ne? Damit das was wird. Und damit ist es aufwendiger und auch langsamer. Okay, wie geht das jetzt vonstatten? Und wie soll das funktionieren? Also, nehmen wir mal an, Alice und Bob. Also Alice will Bob eine Nachricht X schicken. X ist einfach nur eine Zahl. Also eigentlich sind alles ja Zahlen. Ne? Weiter, was anderes kennen wir ja gar nicht mehr. Bob wählt seinen privaten Schlüssel D oder K private und hält den geheim. Und einen öffentlichen Schlüssel, public, N, E, und sendet den an Alice. Alice sendet dann Bob die Verschlüsselung von X, und zwar mit dem öffentlichen Schlüssel. Und zwar ist das nichts weiter als, das kennt sie ja, aus dem öffentlichen Schlüssel, X hoch E modulo N. Also wieder eine Modulo-Rechnung. Ne? Und dieses Y ist eben die verschlüsselte mathematische Operation hier. Die schickt sie dann an Bob. Und Bob macht damit dann Y hoch D, sein privater Schlüssel, modulo N. Kommt gleich. So. Und dann kommt X wieder raus. So, das heißt also, Sie müssen jetzt, die Aufgabe ist es jetzt ja, E, D und N so zu konstruieren, dass das funktioniert. Und dann ist das Problem ja gelöst. Ne? N war doch der Schlüssel, oder? Nee, der öffentliche Schlüssel, also der Schlüssel besteht immer aus N und E für den Public und N und D für den Private. Also diese drei Zahlen brauchen Sie eigentlich. N, E und D. Und E kennt jeder. Nee, N kennt auch jeder. N und E kennt jeder, nur D nicht. Ach so. Aber N wird in beiden genutzt. Ja, das spielt gar keine Rolle. Ja, wird in beiden genutzt, ist richtig. So, gucken wir uns das Beispiel an. Ähm,
privater Schlüssel 23, öffentlicher Schlüssel 557. An die Alice wird geschickt 557. X ist 17. Y ist dann also entsprechend 17 hoch 7. Das ist der Exponent hier. Modulo 55. Kommt das daraus 8. Also das müssen Sie jetzt glauben, mit dem Taschenrechner können wir das leider nicht nachvollziehen. Wir könnten das mit, ich habe das mit Python programmiert, mit so richtig langen Integerzahlen, dann geht das schon, nicht? Wenn Sie jetzt 8 hoch 23, Modulo 55 rechnen, kommt eben diese lange Zahl da, Modulo 55 gleich 17 raus. Also es ist ein Beispiel, es funktioniert, es ist noch nicht, wie man jetzt die Schlüssel konstruieren muss, es ist nur erstmal an einem Beispiel gezeigt, dass das überhaupt irgendwo mal geht. Wird es doch auch eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten geben? Ja, natürlich. Ja, es gibt eine begrenzte Anzahl von Schlüsseln. Diese begrenzte Anzahl von Schlüsseln ist aber so groß, dass wenn Sie alle Schlüssel durchprobieren wollten, Sie so Ihr Leben lang beschäftigt wären. Und die Stromrechnung möchte ich auch nicht sehen. Also ja, all diese Verfahren, insbesondere die auch, sind anfällig gegenüber Ausprobieren. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie lang ist denn so ein Schlüssel? So ein Schlüssel bei AES war 256 lang. Wenn wir die gleiche Sicherheit haben wollen, also es gibt dann 2 hoch 256 Möglichkeiten. Ne? Und wenn Sie das mit dem anderen Schlüssel machen, dann haben Sie eben, was war das, 15.000? Ne? Ja, das heißt, da gibt es 2 hoch 15.360. Davon sind natürlich nur wenige geeignet, weil es immer Primzahlen sein müssen und so weiter. Ne? Aber trotzdem. Gibt schon eine ganze Menge, was man da ausprobieren könnte. Ne? Und 2 hoch 256 ist auch schon eine große Zahl und 2 hoch 15.360 ist eine größere Zahl. Also deswegen ist ja diese Frage so, wie viele Primzahlen gibt es und hören die irgendwann auf und gibt es da eine größte Primzahl und so. Deswegen ist das ja so entscheidend. Ne? Also es gibt eine größte gefundene Primzahl, nicht? Aber man weiß nicht, ob das auch wirklich die größte ist. So, das haben wir auch. Wenn ich jetzt hier mal so ein X509-Zertifikat oder sowas nehme, dann würde das so aussehen. Das ist also hier das Modulus-Ding, ne? Das N und das ist der Exponent. Also das ist jetzt so ein real existierender Schlüssel, ne? Also man würde jetzt die Zahl hoch 65.537 nehmen und ja, mach mal. Jetzt muss es aber auch ja schon so sein, dass mein Modulo, der 55,7 oder was ich halt schicke, der muss ja zu anderen privaten Schlüsseln aufpassen. Weil sonst, jedes Mal, wenn ich sehe, aha, 55,7, ja, ich weiß, das ist der private Schlüssel 23. Ja, klar. Das macht das mit dem Beispielfinden so schwierig. Weil Beispiele, die Sie und ich verstehen, ne, das sind ja dann so kleine zweistellige Primzahlen. So, und da gibt es eben dann eine Handvoll. Ne? Also ich habe ja in der Informatik habe ich ja dann so ein Beispiel da, die mal verchiffrieren oder dechiffrieren lassen. Nicht? Und da habe ich gesagt, was ist der Schlüssel? Da gab es dann Leute, die zur Antwort gegeben haben, den Schlüssel findet man nicht. So, in dem Fall war es aber eine ganz kleine, einstellige Primzahl. Also das konnte man ausprobieren. Es waren 2 oder 3 Zahlen, die man ausprobieren musste und dann hatte man es. Aber wenn jetzt jemand wieder mit 55,7 verschlüsselt, öffentlich, und ich jetzt noch einen anderen privaten Schlüssel habe, dann kann ich es auch mit dem wieder den gleichen Nachrichten machen. Ja, es kann gut gehen, klar. Ja. Also, und ich weiß ja, den öffentlichen kann ich ja lesen. Bitte? Ich muss ja dann nur einen privaten Schlüssel dafür nehmen. Nein. Das würden doch alle gehen. Nö. Wenn ich was
Ja. Und ich kriege die Information 5, 15 und 7. Ja. Kann dann als privaten Schlüssel ganz viele haben. Dann konnte ich das mit dem öffentlichen Schlüssel ja trotzdem nur mit meiner Information 5, 15. Nee. Also. Der Bob hat jetzt hier 23, 55 und 7 rausgedeutet als komplettes Schlüsselpaar. So, wenn dieses selbe Schlüsselpaar noch jemand anderes rausdeutet, 23, 55, 7, ja, dann ist es natürlich transparent. So, aber der Nächste, der hat eben nicht 23, sondern der hat da eben, was weiß ich, 17. Ja, aber dann 17, 55, 7. Nee, 55, 7 passt dann eventuell gar nicht dazu. Ist ja nicht willkürlich. Wenn es eine eindeutige Kombination ist aus drei Zahlen, ja, dann muss ich ja die zwei, die ich gegeben habe, in meiner Tabelle nachschauen, welche ist die dritte Zahl. So, diese Tabelle ist aber größer, als sie auf Ihren Rechner passt. Und auf jeden Rechner passt. Das ist der Trick. Okay, also ich kann es gar nicht nachschauen. Also ja, wenn Sie diese Tabelle hätten. Also sprich, wenn Sie den Quantencomputer besitzen würden da und, oder wenn Sie unendlich viel Zeit haben, was schwierig wird, oder wenn Sie unendlich viel Energie haben und auch ansonsten unendlich viele Rechenressourcen, dann geht das, ja. Aber das Ganze beruht nur darauf, dass der Raum eben größer ist als das, was wir beide verstehen, ne? Ich kann mir dieses 2 hoch 256 aber nicht passend da, also, vorstellen, dass es so groß sein kann, dass ich mein Computer so lange brauche. Ja, da, das ist die Zahl. Da. Ja. Du hast schon bekannt, das ist ja der Witz dabei, dass du von den direkten Operationen aus dem privaten Schlüssel einen Public-Schlüssel zu machen, ist einfach, aber aus dem Public-Schlüssel einen privaten Schlüssel zu machen, das geht halt immer ganz gut. Ja, das ist schon klar, aber eben, wenn es halt immer nur eine Kombination gibt aus drei Zahlen. Das heißt, eben, klar, du rechnest halt einmal alles durch. Hast du eine Tabelle, wo du sagen kannst, wenn ich die zwei öffentlichen habe, muss das der private dazu sein. Aber dass diese Tabelle halt so riesig ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber. Ja, aber du hast doch auch, wenn du einen Schlüssel hast an der Tür, auch eine endliche Anzahl an Schlüsselmöglichkeiten, die du reinstecken kannst. Ja. Gut, so, also, woher kommen die Schlüssel? Ne? Das haben wir, vielleicht sieht man daran so ein bisschen, wie viele Möglichkeiten es gibt, naja, weiß ich auch nicht. Also, hier gibt es ein paar Dinge, die man mathematisch eigentlich beweisen müsste, was ich mir aber spare. Deswegen hier diese Eulersche Zahl Phi und so weiter, die taucht hier einfach nur als Phi auf und fertig. Und so ist sie konstruiert. Also, wähle zwei große Primzahlen, P, 5 und 11. Haha, also wirklich große, ne? Normalerweise. P und Q, ja, P und Q, genau. Die sind jetzt nicht so richtig groß geworden bei mir, nicht? Aber P und Q. Dann bestimme den Modulus N, das ist nämlich P mal Q, also 55. Bestimme Phi von N, im Prinzip ist das die, ne, lassen wir das. Also es ist P minus 1 mal Q minus 1, ist also jetzt hier 40. Veröffentliche den öffentlichen Exponenten e gleich 7, sodass er teilerfremd zu phi von n gleich, 70, gleich 40 ist. Also sie dürfen keine gleichen Teiler haben. Die 5 hätte gleiche Teiler, die 6 auch nicht. Ja. Probiert es der Rechner aus, ob die dann gleiche Teiler haben. Jo. Ja, da gibt es Algorithmen für, die das dann finden. Also diese Zerlegung, Primfaktorzerlegung und so weiter ist da ein Schlüsselalgorithmus da drin. Aber auf diese Mathematik gehe ich hier explizit nicht ein. Da müsste man nämlich wirklich in Mathematik reinsteigen und dann wären wir da noch Tage beschäftigt und dann wird sich die ganze Klausur um was anderes drehen müssen und das machen wir nicht. Ne? Also ist alles gegeben, glauben Sie es, dass so gemacht wird und dass es so funktioniert. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber so ist es dann.
So, und jetzt suche den privaten Exponenten d gleich 23, so dass d mal e gleich 1 mod phi von n 40, also 23 mal 7 mod 40 ist gleich 1. Dass das gleich 1 wird. So. Ja, das muss 1 werden und dann müssen Sie eben hier die so lange ausprobieren oder den Algorithmus haben, der Ihnen dann die 23 eben sagt. Ne? 23, das ist 161, ne? 23 mal 7, 161, ja, passt. Modulo 40 ist 1. So, und dann haben Sie alles. Um das noch so ein bisschen zu illustrieren, was wir hier gemacht haben, also der euklidische Algorithmus spielt da eine Rolle, also wenn Sie mal so Schlagworte brauchen, wo Sie bei Langeweile in Wikipedia nachgucken möchten, euklidischer Algorithmus, Eulers Phi-Funktion gibt an, wie viele ganze Zahlen relativ prim zu n sind. Ja, was? Das ist relativ einfach hier sogar. Okay, was kann man machen? Denkbar an Angriff, Faktorisierung von n, das ist genau das, was Sie machen wollten. Ne? Also wenn Sie n und e kennen, dann können Sie ja irgendwie anfangen, n zu zerlegen. Also n ist ja jetzt auch hier bekannt, da, was das sein muss. Ne? Wenn ich ja, n ist die 55, die wird ja übertragen. Und wenn ich die versuche zu zerlegen, dann komme ich ja schon mal an die p's und q's dran. Und die p's und q's sind ja eigentlich meine Designparameter hier. Ne? Und dann könnte ich ja das ausprobieren da. Nur das ist eben, darin steckt eben das Problem. Dass dieses n total groß ist und das zu zerlegen. Also wenn jetzt einer kommt, der da den Quantencomputer hat und der dann eben in einem Schritt, weil da alle Möglichkeiten in den Quanten ja irgendwie gleichzeitig abgebildet sind, nicht? In einem Schritt alles rauskriegt und dann das Ergebnis auf dem Tisch liegt, dann ist scheiße. Also deswegen haben wir alle so viel Angst vor dem Quantencomputer. Und der NSA hat ihn ja, ne? Und so. Also, vielleicht. Ja. So, und das ist eben genau der Punkt. Diese Faktorisierung großer Primzahlen ist eben extrem zeitaufwendig und schwierig. So, jedenfalls ohne Quantencomputer. So, Herausforderungen und Probleme. So, reden wir jetzt mal über Schlüssellängen hier. Schlüssellänge 2048 sollte man nehmen, das kommt auf 600 dezimale Stellen raus. Das ist schon eine große Zahl, ne? Und die muss man noch exponentieren. Und das ist halt aufwendig. So, auch wenn, und da haha, nicht, die Exponenten eh relativ klein sind, hier zum Beispiel e 65537, für einen Computer ist das eher klein. Ne? So, Algorithmen zur schnellen Exponentiation braucht man dann. So, und da würde man jetzt, wenn man hier x hoch 10 rechnen möchte, natürlich nimmt man größere Zahlen, nicht, dann könnte man natürlich sagen, normalerweise ist das 10 Multiplikationen, x mal 10, mal x und so weiter, sehr aufwendig. Wenn ich es aber erstmal x Quadrat mache, also wenn sich das hier zerlegen, ist das ja hoch, das ist 8, hoch 8 plus x hoch 2, mal x hoch 2, dann können Sie das einmal quadrieren für jede 1, die vorbeikommt, 0, und dann nochmal quadrieren, dann mal x und dann nochmal quadrieren. Und dann kriegen Sie das Ganze hier mit 3, 1, 2, 3, insgesamt sogar 4 sind es eigentlich, mit 4 Multiplikationen anstatt den 10, die ich hier hatte, hin. Also es gibt diesen Algorithmus zur schnellen Exponentiation, der dann diese Exponentenbildung etwas schneller macht bei Binärzahlen. Jo. Ein Nachteil hier beim RSA ist, dass das alles deterministisch ist. Das heißt also, man könnte die statistische Signatur der Daten rausfinden.
Damit man das nicht rauskriegt, füllt man dann so alles, was man an Daten nicht genutzt hat, noch mit irgendwelchem Rausch, weißen Rauschen auf. Da kann man ja nochmal so ein Schieberegister drüber laufen lassen und so, sodass das dann aussieht wie weißes Rauschen und dann kommt da hinterher. Dann ist das eh ein Bereich, der normalerweise halt null wäre, der interessiert eh keinen, aber der führt dann eben dazu, dass man es statistisch noch so ein bisschen verrauscht. So. Soweit so entspannt. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche bei dem Ding hier, ne? Ja, was macht man jetzt bei der Signatur? Die Frage war ja auch immer noch, ne? Also Signatur ist eigentlich dasselbe, nur umgedreht. Das heißt, ich verschlüssel jetzt mit dem privaten Schlüssel. Den hab ja nur ich, also nur Bob. Ja, nur Bob. Und Alice hat ja immer noch den öffentlichen Schlüssel. Und Alice versucht mit dem, oder entschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel und hat dann das Ergebnis auch wieder vorliegen. Nur, da sie ja nicht weiß, was er denn wirklich geschickt hat und da sie ja nicht unbedingt weiß, ob ihr öffentlicher Schlüssel auch funktioniert, reicht das alleine ja nicht aus, sondern sie muss auch noch wissen, was an Daten eigentlich wirklich geschickt wurde. Also müssen sie die Daten verdoppeln. So, das heißt also, eigentlich schickt der Bob ihr, wenn er ihr die 12 schicken möchte und auch noch unterschreiben möchte, ja, ich habe dir die 12 geschickt, darum geht es ja, dann schickt er ihr die 12 und dann schickt er ihr die mit seinem privaten Schlüssel verschlüsselte 12 nochmal und an den verschlüsselten Teil geht dann die Alice ran mit dem öffentlichen Schlüssel vom Bob, entschlüsselt wieder und wenn dann beide Male 12 da steht, dann stimmt's. Also gehen wir es im Schritt nochmal durch. Alice hat den öffentlichen Schlüssel und Bob sendet im Klartext die 12. So, zusätzlich sendet er eben die verschlüsselte 12 mit seinem privaten Schlüssel. Das ist also hoch 23 modulo 55. Also das da, mod 55, kommt 23 raus. Also Sie sehen, wie schnell das da große Zahlen werden. Ne? Also das ist da zwar nur zwischendurch, aber auch ansonsten kann man jetzt vielleicht schon mal eine Idee haben, wo denn die Herausforderung steckt. Alice rechnet nach. 23 hat es empfangen, 23 hoch 55, modulo 55 macht das, mod 55, 12. Also glauben Sie mir, dass das so ist, sonst müssen Sie es gerade mal in Python selber programmieren. Jo, stimmt. Und dann ist klar, dass das Bob gewesen sein muss, der es geschickt hat, weil nur Bob hatte ja den passenden privaten Schlüssel. Oder was heißt 100% klar, es ist halt höchst wahrscheinlich, dass das so war. So, der Preis ist, dass das ziemlich aufwendig ist, dass die Daten doppelt geschickt werden müssen und dass die Daten verschlüsselt werden müssen. Denn eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen ja dieses asymmetrische Verfahren nur verwenden, um ganz, ganz wenig Daten hin und her zu schicken. Also gerade mal den Schlüssel austauschen und dann AES. AES versagt dann nur leider, nicht? So, wenn ich jetzt nur doch wieder anfange und sage, so, ich habe hier so einen 2 Megabyte PDF-Vertrag eingescannt und ich möchte, dass der also nicht nur handschriftlich unterschrieben ist, wie man ihn ablesen könnte, sondern auch noch klar ist, dass er wirklich von mir ist, dann müsste ich ja diese 2 Mac einmal so übertragen, dann unsymmetrisch verschlüsseln und nochmal übertragen. Und dann auch wirklich die 2 Megabyte verschlüsseln und das ist eben und entschlüsseln. Und das ist eben sehr aufwendig und das mag man dann eben nicht so. Nee, sie muss sich einen eigenen Schlüsselpaar generieren. Ja, und dann kann sie ihm einen Schlüssel schicken. Ja, also bislang ist es ja nur, dass der Bob einen Schlüssel gemacht hat. So, wenn die Alice das auch machen möchte, und also auch andersrum, wenn der Bob etwas Verschlüsseltes an Alice schicken möchte, dann muss erstmal, nee, nix aber, dann muss erstmal die Alice sich ihr Schlüsselpaar privat öffentlich generieren, den öffentlichen Schlüssel Bob geben, und dann kann der Bob mit dem öffentlichen Schlüssel arbeiten und dann halt auch sie privat. Aber Schlüssel, wenn sie geschickt hat, entschlüsseln können. Und ich mache die Signatur schon, das ist ja kein Thema.
Nur von ihr haben wir noch keine Signatur, weil sie sich noch keinen privaten Schlüssel oder kein Schlüsselpaar erstellt hat. Und das war meine Frage. Nee, es geht erst, wenn sie sich ein Schlüsselpaar erstellt hat. Und dann sind Bob und Alice austauschbar. Aber erst dann. Jetzt ja noch nicht. Ja, aber dann ist aber das Verfahren beidseitig. Das hat dann aber schon einen Kanal. Da wenn der... Ja, nee, das Schlüssel kann ja jeder entschlüsseln. Aber wenn Bob was mit seinem privaten Schlüssel was verschlüsselt, dann kann jeder sagen, okay, das muss von Bob kommen. Ja. Und das kann auch jeder entschlüsseln. Es geht nicht um Geheimhaltung hier. Es geht um Unterschrift. Also es kann jeder nachprüfen, es war von Bob. Und Bob kann nicht mehr leugnen, weil es kann nur mit seinem privaten Schlüssel verschlüsselt gewesen sein. Ja? Also im Prinzip, wenn ich den Public-Key auch privat halte, dann hätte ich eigentlich einen Tunnel. Public-Key ist nicht privat, Public-Key ist Public. Ich könnte jetzt aber auch einen Public-Key generieren und veröffentlichen. Ne? Dann könnten Sie sich geheime Botschaften schicken. Nee, dann kann ich keinen. Wenn ich Ihnen den Public-Key so gebe, dass ihn niemand hat, dann könnte ja ich Ihnen Daten senden und Sie könnten mir Daten senden und niemand könnte was mit anfangen. Und ich bräuchte nur einen Schlüssel. Ich habe zwei Private-Keys. Dann sind beide sind dann private. Ja, aber dann könnten wir doch... Dann könnte ich... Ja, sofort. Ja, aber dann brauchen wir auch gleich einen symmetrischen Schlüssel nehmen. Dann hätten wir nur das mit der Unterschrift das Problem nicht oder das Problem nicht gelöst. Aber dann ist es eigentlich auch klar, da ich ja der Einzige bin, der Ihnen überhaupt irgendwas schicken kann, kann es ja nur ich gewesen sein. Genau. Ja. Aber. Ja. Naja, weil ja nur ich unterschreiben kann. Das ist wie mit meiner handschriftlichen Unterschrift, ne? Also wenn ich damit unterschrieben habe, kann ich im Prinzip auch nicht mehr leugnen, weil nur ich unterschreibe so. Aber das Problem ist jetzt, dass die Alice sich nicht gegenüber ihm dann identifiziert hat. Sie hat dann nicht so unterschrieben. Jetzt kann sie es noch nicht. Sie haben noch keine Unterschrift. Das heißt, sie müsste dann auch nochmal in Private Key generieren. Natürlich. Ja, so ist es ja auch im richtigen Leben. So, okay, was man einfacher macht, ist, man nimmt eben eine Hash-Funktion, also lässt über das ganze 2 Megabyte PDF, das ich eben skizziert habe, da lässt man eben so einen Hash-Algorithmus laufen, der dann daraus, was weiß ich, 256 Bit macht oder mehr oder weniger oder so und nur die verschlüsselt man dann so und nimmt die als die Unterschrift. Also wird nicht das ganze Paket nehmen. Aber Hash ist nur wirklich nichts, was hier zur Vorlesung gehört. So, RSA basiert jetzt auf der Faktorisierung großer Zahlen. Das haben wir gelernt. Dann haben wir noch diskreter Logarithmus, mache ich gleich auch noch kurz. Und Elliptic Curve Kryptographie machen wir nicht. Das ist für langweilige Stunden. Ne? Gucken wir uns noch mal kurz den Diffie-Hellman an. Das habe ich hier aus dem Wikipedia geklaut irgendwo. Ja, Pause fällt aus heute. Ja. Stellen Sie sich einfach das Ganze mal in Farben vor. Oder müssen Sie alle mal gerade? Irgendwann muss ich schon aufs Klo. Danke. So. Alice und Bob überlegen sich eine öffentliche Farbe, also eine gemeinsame Farbe und eine geheime Farbe. So, wenn Sie jetzt was übertragen wollen, dann mischen Sie, oder Sie mischen jetzt Ihre geheime Farbe mit der gemeinsamen Farbe. Ja, und der Trick ist jetzt, dass man das... Und das wird öffentlich übertragen. So. Und der Trick ist nun, dass dieses Umkehren des Mischens sehr aufwendig ist. Also es ist zumindest aufwendiger als Farben zusammenmischen. Ne?
So, das kriegt man nicht so ohne weiteres raus. Es sei denn, und so muss es jetzt konstruiert sein, Sie packen jetzt Ihre geheime Farbe da noch rein. Und dann haben wir nämlich hier tatsächlich gemischt, auf beiden Seiten, das gelbliche, also als die gemeinsame Farbe, plus die geheime Farbe, macht dann eben das da. Und der tut dann noch sein, oder die Alice tut noch ihr Rot dazu. Und dann kommt dieses, naja, irgendwann ist alles braun, ne? Das dabei raus. So. Und das macht der hier auf dem Wege auch. Und da werden im Prinzip auch alle drei Farben gemischt hier. Und es kommt die gleiche Farbe, also gleiche Geheimnis dabei raus. Das sind im Prinzip Zahlen. Ich habe das nur mal mit Farben gemacht, damit man das so ein bisschen so vor Augen hat, was denn da eigentlich passiert, ne? Oder was? Nein. Das funktioniert, also ich eben schon sagte, wenn Sie damit wirklich Geheimnisse übertragen wollen, dann haben Sie irgendwann, das ist alles braun, dann, das wird nichts. Sie müssen es jetzt auch wieder auseinandernehmen da, ne? Und ja, was wir machen, ist, man einigt sich auf eine Farbe. Also zum Beispiel auf eine Zahlenbasis G und eine Primzahl P mit G ist kleiner als P. So. Jeder Partner wählt eine geheime Farbe. Die liegenden Zahlen, die sind irgendwie zwischen 0 und der Primzahl, die wir eben gewählt haben, dem P. So, dann überträgt, wird die Mischung übertragen, nämlich Alice an Bob, A gleich G hoch A mod P und der Bob an Alice B gleich G hoch B mod P. So, und dann hat die Alice ja das vom Bob, das B gekriegt, das große B. Das heißt dann nur noch Ob. Nee. Und Alice nur noch Liz. Nein. Und dann macht er nämlich Folgendes. Dann macht er B hoch A mod P. Das ist K. Und wichtig ist, dass hier jetzt G hoch A mal B stand. Also da taucht jetzt hier das Produkt im Exponenten auf. Und sie macht, Quatsch, der Bob, der hat das A ja bekommen hier. Der macht das hoch B. Das ist diese geheime Zahl, die er sich gewählt hat. Mod P. Und auch da steht hier G hoch B mal A mod P. Und jetzt haben beide nun das Geheimnis K. In der Rechnung kommt das gleiche raus. Ja. Das Verfahren ist ein anderes. Das ist jetzt auch nur der Schlüsseltausch. Also das könnte jetzt ja hier der Schlüssel oder zumindest der Generator für den Schlüssel sein, für den wir dann fürs AES verwenden wollen. Und das taucht jetzt nur, um den Schlüssel auszutauschen. Was wir eben gemacht haben, war tatsächlich eine asymmetrische Verschlüsselung. Das ist jetzt nur, ich will eigentlich nur K geheim an beide verteilen. Im Moment nicht, nö, ist gar nicht vorgesehen. Das Einzige, was ich machen möchte, ist, ich möchte, dass die beiden ein gemeinsames Geheimnis haben. Das nur die beiden haben. Und das ist dieses K. So. Und das ist eben der Trick hier, ne? Genau, die sieht irgendwie dieses Orange da oder dieses Hellblau. Und das Gelb. Und das? Das habe ich am Anfang ausgewählt. Und das Gelb wird sie auch kennen, ja. Und dann wähle ich Blau und der andere Rot. Ja. Und dann sieht sie daraus Weißes. Naja, nur jetzt nehmen Sie mal an, Eve hat sich grün gedacht. Also nicht rot, nicht türkis, sondern grün.
Ja, und dann macht die genau dasselbe. Dann kriegt die jetzt hier eben Orange und dann tut sie Grün dazu. Und dann kommt aber was anderes aus, als dieses hässliche, was ich da unten habe. So, meinetwegen kriegt sie auch Blau auch noch mit. Dann hat sie halt Blau und da tut sie dann Grün mit rein. Blau und Grün gibt auch irgendwas Hässliches, aber nicht so hässlich wie meins. Ja, ja, natürlich. Der Punkt ist, es ist extrem schwer, das rauszukriegen. Sie müssten es chemisch analysieren, in dem Fall mit Farben. Ne? Und hier müssten Sie eben versuchen, die passenden Kombinationen zu erraten und es auszurühren. Die haben sich jetzt auch nur das gemeinsame Geheimnis, also die gemeinsame Braunschattierung, weil wenn Sie genug mischen, kommt ja halt braun raus. Ne? Gibt es noch eine Bedingung für A und B? Da steht jetzt hier nur, dass A größer 0 sein muss. Nee, beides. A und B müssen beide kleiner als P sein, aber sonst gibt es keine. P muss ja. Ach so, das Komma ist. Ja. Komma bei. Jo. Aber A dürfte auch größer sein. Ja, ja. Das ist egal. Müssen nur in dem Zahlenbereich eben liegen. Ne? Und man braucht hier diese Basis, weil sonst geht das hier, also irgendeine Zahl, die man exponentieren kann. Ne? So, und das, was rauskommt, ist eben dieses gemeinsame Geheimnis hier. Also so hat dann jeder auf seine Art und Weise dieses Geheimnis eben rekonstruiert. Aber das ist natürlich auch so, hier ist jetzt auch nicht das Geheimnis, also es ist jetzt auch nicht so passiert, dass ich das Geheimnis reingesteckt habe, sondern nach dem Motto, ich will dir jetzt dieses Geheimnis erzählen, ne? Sondern im Endeffekt ist halt so Worre, ne? Ja, das bleibt, das nee, das bleibt bei jedem. Aber es ist nicht so gewesen wie bei den Verschlüsselungsteilen, die wir eben hatten. Ich stecke das Geheimnis, oder das, was ich geheim übertragen will, stecke ich rein, mach irgendwas und dann kommt es irgendwie wieder raus. Sondern hier habe ich eben irgendwas reingetan und es kam auf beiden Seiten das Gleiche raus. So. Aber es ist, ja, ist keine Informationsübertragung in dem Sinne, ne? Weil es eben nicht so konstruiert wurde, dass genau K bei Bob rauskommt. Aber wie ist das jetzt? Die Basis G ist das die Farbe gelb. Pass auf, noch was mit Zahlen, ne? Gut, so. G und P sind 7 und 37. A denkt sich 5 und überträgt dann A gleich 7 hoch 5 mod 37. Können Sie nachrechnen, ist 9. Und Bob denkt sich 7 und macht dann B gleich 7 hoch 7 mod 37, überträgt 34. So, und das gemeinsame Geheimnis kommt dann erst hinterher raus, wenn eben das B ausgerechnet wird, nämlich mit der geheimen Zahl da. Quatsch, die 34, doch, das B, ne, das B geht hier wieder rein, hoch 5, das ist das, was sich die Alice gedacht hat, 16. Und K, 9 hoch 7 und so weiter, auch 16. Aber die Verfahrensstrategie ist ja ziemlich einfach. Ja, 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 kommt aber, kann aber auch nicht so viel, ne? So ähnlich funktioniert ja Ostfriesisch Roulette, kennen Sie das? Also Ostfriesisch Roulette funktioniert so, wir denken uns beide eine Zahl und die höhere gewinnt. Sie fangen an. Okay. Ja. Sie müssen jetzt eine Zahl sagen. Gut, dann ist klar. Aber also 7 und 37 sind bekannt, öffentlich. 7 und 37 sind bekannt, ja. Und Groß A und Groß B sind auch bekannt. Also, oder können mitgehört werden. Ja. Ich habe 7, also ich weiß, 7 hoch x modulo 37 ist gleich 9. Dann kann ich x nicht berechnen. Doch, aber nicht so einfach. Modulo echt so schwer? Ja. Also, wir reden jetzt hier nicht über einstellige Primzahlen, ne? Ja, das ist auch eindeutig. Aber es ist eben nicht invertierbar. Dann ist ja, was? Wenn der Modulo öffnet, dann ist es.
Tja, wenn es damals schon Patente gegeben hätte, ne? Okay, so, kurz, ja, machen wir das noch gerade, dann machen wir Schluss. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Also, jetzt schreiben wir tatsächlich ein bisschen hoch, nicht? Also hier jetzt machen wir kurz noch ein paar Sätze über TLS und vielleicht noch ein bisschen über IPsec. So grundsätzlich wissen Sie, meine Sie zumindest, weil Sie kannten ja das alles schon da, was da auf der linken Seite steht. Sie wissen, wo wir uns im IP-Stack befinden, ne? TLS auf dem Transport Layer, also beim TCP eigentlich. Und beim IPsec sind wir einen tiefer, auf dem Netzwerk Layer im Internetprotokoll, ne? So, und irgendwo muss man ja verschlüsseln. Was ich hier eigentlich nur sagen will, ist, je weiter oben wir verschlüsseln, desto mehr Informationen geben wir preis. Weil wir zumindest die Information preisgeben, was wir gerade tun. Also zum Beispiel ist auf dem TCP gehört ja dann eben die IP-Adresse und die Port-Adresse dazu. Das heißt, wenn da die 80 irgendwo auftaucht und so, dann weiß man schon mal, der macht da HTTP, ne? Oder die 21 ist dann eben FTP oder sowas, nicht? So, also es gibt mehr Informationen preis, je höher Sie da unterwegs sind. Und vor allen Dingen auch wer unterwegs ist, okay, auf dem Physical Layer wird es schwierig, das alles zu verschlüsseln, weil Sie meist mindestens Zieladressen angeben müssen. Wenn Sie einfach nur Funk machen und jeder es empfängt und sich nur der, der es dann für den zu bestimmt sei, also wenn Sie nur zwei Partner im Prinzip haben, ach, vergessen Sie es. Nee, ich bin im Satz stecken geblieben. Also wenn Sie Funkübertragung machen und alle irgendwie mithören, also wirklich alle das Paket empfangen, dann könnte ja der Empfänger, der sich angesprochen fühlt, aus irgendeinem Grund erstmal alle Datenpakete rausholen und dann oder alles versuchen zu dechiffrieren und dann würde er auch rausfinden, wenn ein Paket für ihn dabei ist. Und dann wäre eben auch komplett verschlüsselt, für wen es denn eigentlich war. Und was denn drin war. Also da könnte man auf dem Physical Layer schon was machen, setzt aber voraus, dass Sie kein Routing oder sonst irgendeine Verteilung dabei haben, sondern wirklich alle alles hören. Ja, was auch blöd ist, ne? Also hier diese U-Boot-Funk da damals von den Deutschen oder so, oder anderen ja auch. Ja, da haben dann eben die Empfangsstationen sich die Pakete, alle Pakete rausgesucht, konnten auch alle mithören und nur ein paar konnten was damit anfangen. Und nur wer es entschlüsseln konnte, wusste eben auch überhaupt, wer da mit wem kommuniziert hat. Während heute, wenn Sie IP betreiben oder auch Telefonie betreiben oder sowas, dann ist ja mindestens die Nummer, also es muss eine Verbindung geschaltet werden, dann ist ja mindestens die Nummer preisgegeben. Oder die IP-Adresse preisgegeben, weil es muss ja irgendwo ankommen. So, das ist das, was ich gerade gesagt habe. So, meist, es wird ja in der Regel, also auch die Strafverfolgungsbehörden, die speichern ja nicht die Telefonate in der Vorratsdatenspeicherung, sondern ja nur wer mit wem. Sonst ja nichts. Es gibt ja keinen großen Speicher bei der Telekom, wo jedes Telefonat irgendwie digitalisiert abgelegt ist. Nee, ich glaube, das gibt es wirklich nicht. Und wenn, dann wäre es schon verloren. Auch das nicht. Nee, also dann, also das könnte man natürlich versuchen, aber dann stirbt man den gleichen Tod wie den, der die Stasi auch gestorben ist. Nämlich dann hat man zwar alle Informationen, aber findet dann doch nichts raus. So, ich habe hier mal mit dem Wireshark ein bisschen drin rum gemacht. Hier und habe hier mal da, ja, aber das geht jetzt wirklich ein bisschen weit, nicht? Den Aufbau der Session hier mal angeguckt. Also hier bauen Sie eben eine TCP-Session auf und da sind Sie schon im TLS und die Applikationsdaten hier werden dann hin und her geschickt, auch über einen anderen Port. Da 443 und nicht mehr 80. Ne? 80 ist ja der normale HTTP-Port, aber wenn Sie dann auf HTTPS umgeschwenkt sind, die Schlüssel getauscht sind, dann sind Sie mit 443 unterwegs und da, ab da lesen Sie nichts mehr. Hier kann man noch irgendwie ein bisschen was rausfinden, was denn eigentlich passiert ist, aber hier ist nur noch Application Data und da finden Sie auch nichts mehr raus. Ich weiß nur noch, welche IP-Adresse.
Wir wissen immer noch, dass Sie wohl bei Amazon geguckt haben, ja. Wenn diese IP-Adresse jetzt eben nicht die vom Amazon ist, sondern die vom, wen gibt's da? Playboy oder so, dann kann man sich denken, was Sie da gemacht haben. Ja, ne? So, da gehen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf ein. TLS-Schichten X509-Zertifikat hatten wir schon. So, das ist, glaube ich, der Punkt hier, nicht? Also Sie müssen erstmal Hallo sagen, dann muss das Zertifikat rüber. Schlüssel getauscht werden, Serverschlüssel getauscht werden, Client-Schlüssel getauscht werden und dann ist die Verbindung aufgebaut. Beide sind jetzt da aber teilweise falsch gewesen, oder? Es geht immer vom Kästchen rüber. Oh ja. Das geht immer vom Kästchen rüber. Gut. Okay, da wollte ich auch nicht drauf eingehen. Nee, es macht keinen Sinn, da jetzt in die Tiefe noch zu bohren. Ich wollte irgendwie noch... Hä? Bitte? Ja, ja. Ich wollte... Also genau, Angriffsmöglichkeiten wollte ich noch irgendwie kurz... Da wollte ich noch hin. Deswegen war das nämlich noch mit drin. Das mit dem TLS war mir gar nicht so wichtig. Also, was kann man machen oder was möchte man machen mit ein paar verschiedenen... Hier geht es immer um IP-Stationen oder Netzwerkstationen. Ne? Abhören, Informationen stehlen, das hatten wir eigentlich schon. Stationen außer Betrieb nehmen, Stationen übernehmen und missbrauchen und Identität verschleiern. Also verschleiern, wer man eigentlich ist. Erstaunlicherweise, viele von diesen Tor-Netzwerken werden ja von den Geheimdiensten betrieben, ne? Ja, die haben sie ja auch eigentlich auf den Markt gebracht. Finanziert, ja. Ja. Ist auch irgendwie erstaunlich, aber na gut. So, na gut. So, das sind jetzt nur mal so ein paar Versuche, was man dann irgendwie versuchen kann. Hier, wenn Sie einfach nur im WLAN mithören wollen, in einem nicht verschlüsselten WLAN, wenn Ihr WLAN natürlich verschlüsselt ist, dann ist das auch schon wieder hinfällig. Aber so mit so einem Netzsniff und so könnten Sie einfach so die Daten dumpen und hinterher analysieren und schon hätten Sie alles mitgehorcht, was so passiert ist, ne? Ob sie da immer Sinn draus machen können, sei mal dahingestellt. Aber es ginge. Mit HTTPS natürlich schon nicht. Und wenn Sie mit einem gesicherten, also WPA, PSK, WLAN-Router unterwegs sind, auch nicht. Kommen Sie einfach nicht ran. So, eine Idee ist... dann dieser bekannte Denial of Service oder Distributed Denial of Service Angriff. Da haben wir in den letzten Zeiten einige Sachen drüber gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, dass dann immer im Internet irgendwelche IP-Kameras, Home-Automationsgelumse oder sowas da unterwegs war, natürlich nicht geschützt ist und die schon gar nicht abgedatet ist, sondern Sicherheitslücken hat und leicht gekapert werden kann. So, was macht man jetzt, wenn man eine Station außer Betrieb nehmen will? Man tut so, als wollte man mit ihr eine Verbindung aufbauen. Schickt also hier so einen SYN rüber. Das Opfer antwortet dann mit einem SYN-ACK und das TCP hat so einen Three-Way-Handshake. Normalerweise kommt dann irgendwie SYN, SYN-ACK, ACK. Und dann ist die Verbindung aufgebaut. So, nur dieses ACK kommt nie. Das heißt, das Opfer wartet drauf. So, natürlich hat er da Timer laufen und irgendwann ist dann halt Schluss. Nur wenn Sie das natürlich oft genug und schnell genug machen, ist dann der Speicher mal voll, ne? Und dann will er nicht.